Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, zur Folge 3 unseres Videopodcasts Let's Talk. Irgendwie über History Games oder vielleicht auch mal über analoge Spiele, wer weiß, in Zukunft. Heute haben wir uns ein recht aktuelles Thema ausgesucht, das gerade heute am Aufnahmetag, am 5.6. auch in den sozialen Netzwerken wieder heiß diskutiert wurde, und zwar anlässlich von Anno 1800, das ja Mitte April erschienen ist, wollen wir sprechen über sensible, heikle Themen in digitalen Spielen, in diesem Fall dann anlässlich oder beispielhaft an Kolonialismus, Sklaverei, Imperialismus. Und dazu haben wir wieder ein paar Gäste eingeladen. Wir machen eine kurze Vorstellungsrunde, ganz kurz zu mir. Ich bin Jan, ihr solltet mich ja eigentlich kennen. Ich habe Geschichte studiert, bin Let's Player und blogge ein wenig gelegentlich, alles unter dem Motto Let's Play History. Ja, dann werde ich einfach mal weitermachen. Der oder diejenigen, die vielleicht den Podcast schon mal gesehen haben, es gab ja schon zwei Anfangsausgaben, die kennen mich ja inzwischen wahrscheinlich auch schon. Ich bin Bastian Davids als Tastenhauer unterwegs, auch mit einem YouTube-Kanal zu History Games und ja, habe auch Geschichte studiert und ja, dieses Thema Geschichte in Spielen, das hat mich eigentlich schon seit Jahren nicht wirklich komplett losgelassen und so die letzten ein, zwei Jahre durch die ganzen, ich sag mal, Bekanntschaften im Internet und wie man dann den Arbeitskreis Geschichte, Geschichtswissenschaft und digitale Spiele kennengelernt hat und die Leute darin, wie Jan zum Beispiel, da hat sich das Ganze irgendwie wieder so ein bisschen in den Vordergrund geschoben bei mir. Ich habe auch einen kleinen Blog, den ich nebenher betreibe und ja, finde das auf jeden Fall sehr gut, dass wir mal zu diesen Themen immer mal wieder in unregelmäßigen Abständen zusammenkommen. Jo. Ja, dann mache ich mal weiter. Ich bin Riad Cemili, ich bin Spieleentwickler aus Berlin von der Firma Maschinenmensch. Die habe ich zusammen mit Johannes Christmann 2014 gegründet und dann haben wir unser erstes Spiel Curious Expedition gemacht, was auch historische Themen verarbeitet. Ja, mein Name ist Robert Heinze. Ich bin Historiker, momentan ein bisschen hier und da in der Weltgeschichte unterwegs, gerade in London an der School of Oriental and African Studies. Mein Spezialgebiet ist dementsprechend auch die afrikanische Geschichte, vor allem Zeitgeschichte. Ich habe mich nebenher, seit ich mal ein Seminar dazu gemacht habe, für Darstellung von Geschichte in Spielen angefangen zu interessieren, weil ich auch mit meiner Diss zur Mediengeschichte gearbeitet habe. Und weil ich auch schon seit meinem Studium schon immer an der Darstellung von Geschichte in populären Medien generell interessiert bin. Und aus dem Seminar hat sich auch so ein bisschen was entwickelt. Also ich habe da noch ein bisschen ein kleines Forschungsprojekt draus gemacht und dazu auch schon mal vorgetragen und bleibe da halt weiter gerade dran. Okay, ja, wunderschön, dass ihr dabei seid heute und ich freue mich sehr auf die Debatte. Als allererstes brauchen wir so einen groben Überblick, worum es eigentlich geht. Und ich glaube, Basti, du hast in Anno 1800 schon mal so ein bisschen reingespielt. Magst du vielleicht ganz grob, ganz kurz erläutern, was das für ein Spiel ist und wo es vielleicht Probleme geben könnte damit? Genau, ich versuche das einfach mal. Also ich muss dazu sagen, als Disclaimer sozusagen vorausschicken, ich hatte jetzt auch noch nicht die Zeit, viele zig Stunden in das Spiel zu investieren. Ich habe hereingespielt, würde ich sagen. Die ersten 10 Stunden circa sind bei mir so auf der Uhr gelandet. Und dementsprechend bin ich jetzt noch nicht in die oberen Bevölkerungsschichten der alten Welt vorgestoßen. Aber fangen wir vielleicht erstmal an, kurz zu skizzieren. Also Anno, für diejenigen, die es nicht kennen, ist ja so eine Art, kann man schon sagen, Aufbaustrategiespiel klassischer Art. Das gibt es auch schon einige Zeit lang, Anno 1602. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so 98 rum erschienen ist, Ende der 90er auf jeden Fall. Und seitdem gab es da immer wieder neue Auskopplungen, die sich da irgendwie durch die Quersumme immer ausgezeichnet haben. Also 16 plus 2 ergibt 18, deswegen 1602. Es gab 1404 im Jahr 2009, glaube ich, erschienen. Und ja, die spielen somit immer in verschiedenen Epochen. Was für dieses Spiel oder für diese Reihe ganz wesentlich ist, dass es immer auf Inseln spielt. Man fängt also an, eine Insel zu besiedeln, baut dort eine große Hauptsiedlung auf und ist eigentlich sehr wirtschaftlich aktiv, versucht also so Produktionsketten für verschiedene Waren aufzubauen
um letztlich die, ja, die wachsende Bevölkerung zu befriedigen. Und die Bevölkerung steigt dann irgendwann auch in Rängen oder in Stufen auf und wird sozusagen immer reicher und der Wohlstand der Siedlung vergrößert sich insgesamt immer mehr. Und irgendwann siedelt man dann auch weitere, besiedelt man weitere Inseln, begegnet anderen Fraktionen im Spiel oder auch anderen Mini-Fraktionen sozusagen. Da hat sich also die Spielerei auch immer kontinuierlich ein wenig weiterentwickelt. Jetzt im neuen Teil Anno 1800 sind wir im 19. Jahrhundert unterwegs und wir haben quasi die sogenannte alte Welt, also quasi eine Art Darstellung von Europa im ganz groben Sinne, mit einer Hauptmetropole, die sich langsam herausbildet. Es geht dort sehr stark auch um Industrialisierung, also man fängt quasi mit kleinen Bauernhütten an, während man die Siedlung aufbaut, baut dann das erste Sägewerk, eine Holzfällerhütte und dann geht das Ganze mit den ganzen Warenkreisläufen weiter. Also das Spiel hat auch einen sehr starken Fokus auf Wirtschaftskreisläufe. Man kann es vielleicht auch als Wirtschaftssimulation bezeichnen, weil ich finde, gerade in Anno 1800 geht das Ganze auch sehr, sehr tief in eine tiefe Ebene auch rein mit sehr vielen Kreisläufen und vielen Mechaniken, die jetzt noch neu dazugekommen sind und ineinander greifen, die ich zumindest aus Let's Plays schon mal gesehen habe oder auch aus den Devlogs und so weiter. Wie gesagt, reingespielt habe ich jetzt bis zur dritten Bevölkerungsstufe. Und ja, das ist so grob das, worum es in Anno geht. Und ja, dementsprechend gibt es aber nicht nur die alte Welt bei Anno 1800, es gibt auch eine neue Welt. Also man kann dann durch eine Expedition die neue Welt quasi entdecken und dann auch dort Siedlungen gründen, die allerdings von anderen Bewohnern bewohnt werden. Jetzt weiß ich nicht mehr genau, das waren zwei spanische Begriffe. Die zweite Bevölkerungsstufe heißt, glaube ich, Obreros. Und die erste Jornaleros, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Also so viel wie Arbeiter und Tagelöhner. Ich habe das mal nachgeschaut. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil ich hatte auch kein Spanisch. Aber ich glaube, so ungefähr kann man die beiden Begriffe übersetzen. Und das sind dann die Bevölkerungen, die dort vor Ort in der neuen Welt begründet werden und die ganz eigene Warenkreisläufe haben. Also da geht es dann viel um Plantagen, Kakao, Kaffee, Tabak und so weiter. Und die man natürlich dann auch in der alten Welt braucht. Aber vielleicht werden wir da in diese Detailfragen mit neuer Welt und Kolonialismus ja noch ein bisschen tiefer einsteigen. Aber ja, das ist so grob das, worum es in diesem Spiel dann erstmal geht, ne? Mhm. Ja, und das Spiel wurde ja schon lange vor Veröffentlichung auch öffentlich diskutiert, kann man sagen. Ubisoft Blue Byte hat relativ früh klargestellt, dass Sklaverei und Kolonialismus jetzt im Spezifischen, also über Waren und so weiter hinaus, irgendwie keine Rolle spielen würde, dass sie das nicht darstellen wollen, nicht implementieren wollen. Das wurde vielfältig diskutiert, wird auch immer noch diskutiert. Da ist Anno aber ja jetzt nicht nur Anno 1800, sondern eigentlich die gesamte Anno-Reihe, aber irgendwie auch nicht das einzige Spiel, nicht die einzige Reihe, die quasi auf dem Auge blind ist. Womit hängt das zusammen, Robert? Siehst du da, weiß nicht, Verbindung zur Erinnerungskultur, zu geschichtswissenschaftlichen Diskursen? Also ich finde es ganz interessant, dass es diese Diskussion jetzt um Anno 1800 gibt, dass die Sklaverei ausgelassen wurde, denn ich hatte mich tatsächlich in dem, was ich mir da so ein bisschen erforscht hatte, hatte ich mich mit Sid Meier's Colonization auseinandergesetzt, wo genau das auch passiert ist. Und da finde ich es interessant, wenn man sich sozusagen mal die Entwicklung über die letzten 20, 25 Jahre angucken wird. Sid Meier's Colonization kommt zuerst raus 1996, glaube ich, oder 1994, als ein Offshoot von dem ersten Sid Meier's Civilization und stellt spezifisch den Siedlungsprozess in Amerika dar, in der neuen Welt, und verzichtet praktisch auch komplett auf eine spielmechanische Darstellung von Sklaverei. Es gibt das Spiel läuft ähnlich wie Civilization, das heißt 4X, Exploit, Expand, Moment mal. Ich komme auch immer durcheinander damit. Exterminate ist auf jeden Fall, glaube ich, noch eines. Exterminate und ja. Explore haben wir schon, ne? Expand, Explore, Exterminate. Expand, Exterminate. Ja. Und den vierten. Achso, blöd jetzt. Kannst ja nebenbei, wolltest du das nachschauen? Also, muss ich gerade mal Wikipedia aufmachen, dann. Das geht ja gut los. Da lande ich gleich bei Globalstrategiespiel, also
und es gibt keine Erklärung. Einfach nur für Explore, Expand, Exploit, Exterminate. Explore haben wir vergessen. Nee, Exploit. Exploit haben wir vergessen. Ja, ja, so, genau. Also, genau. Das heißt, es geht auch nach dieser 4X-Geschichte vor mit der Einschränkung, dass man sozusagen oder mit der Spezialität, dass man abhängig ist von dem Mutterland. Das heißt, zu Beginn siedelt man in der neuen Welt als Engländer, Franzose, Spanier oder Holländer und ist aber abhängig von einem Mutterhafen, der sozusagen die Kontrolle der Krone darstellt. Und es geht im Spiel darum, sozusagen im Gegensatz zu Civilization, wo am Ende diese vier möglichen Spielsiege stehen, der Welteroberung bis kulturellen Siegs oder Space Race oder Weltfrieden, geht es bei Colonization letztendlich einzig und allein darum, sich von der Mutterkolonie, vom Mutterland zu befreien als Kolonie und dann den Befreiungskrieg zu überstehen. Also klassisch US-amerikanische Geschichtsvorstellungen vom Manifest Destiny, basically. Jetzt ist es natürlich so, dass in dem Moment, wo man sich, oder die Sklaverei kommt in dem Moment nur vor, wo man sich entscheidet, sich von der Mutterkolonie loszusagen. Dazu muss man sogenannte Liberty Bells, also das ist natürlich auch hochsymbolisch aufgeladen, Liberty Bells sammeln. Und wenn man genug davon hat, dann kann man das machen. Und dann gibt es sozusagen eine binäre Entscheidung. Behält man die Sklaverei bei als Wirtschaftsform oder schafft man sie ab? Und als das erste Spiel 1994 rauskam, passierte gar nichts. Da gab es keine große Diskussion darum. Leute waren relativ begeistert davon. Das war auch, ich erinnere mich selber damals noch, dass ich das gerne gespielt habe, als eine nette Variante von Civilization und auch grafisch schöner als das erste Civilization war. Und dann kommt 2008 eine Neuauflage raus. Im Zusammenhang mit Civilization 4 wird sozusagen eine neue Colonization aufgelegt. Leute freuen sich erstmal total, weil sie sich noch an dieses schöne Spiel erinnern. Und da gibt es eine Debatte plötzlich über diese Abwesenheit der Sklaverei oder die Tatsache, dass es nur auf diese eine binäre Entscheidung sozusagen zurückzuführen ist. Und da fragt man sich ja, was hat sich eigentlich in diesen 14 Jahren verändert? Und da kommt man dann eben auch dazu, warum diskutieren wir eigentlich heute jetzt über die Abwesenheit von Sklaverei in Anno 1800? Und es kam ja auch in der Diskussion jetzt schon auf, warum diskutieren wir eigentlich nicht mehr über die Darstellung der Industrialisierung, die ja auch problematisch oder auch nicht unproblematisch ist. Also da kann man ja sehen, wie sich Erinnerungskulturen verändern und wie Themen sozusagen neu aufkommen, die früher keine so große Rolle gespielt hat. Und das kann man gerade im amerikanischen Zusammenhang kann man das irgendwie sehr schön auch sehen an der Art und Weise, wie sich Geschichtsunterricht verändert, wie sich öffentliche Diskussionen verändern, wie solche Themen diskutiert werden. Mhm. Jetzt haben wir das erste Mal in unserem Podcast-Format einen Game Designer dabei. Riad, ihr habt mit Curious Expedition ein Spiel gemacht, bei dem es auch um in gewisser Weise die Entdeckung neuer Welten geht, könnte man sagen. Wie seid ihr an das ganze Thema herangegangen? Habt ihr euch damit im Vorfeld auseinandergesetzt, mit solchen Problemfeldern wie beispielsweise Sklaverei, Kolonialismus? Ja, klar. Also wir hatten uns recht früh auf das Setting geeinigt oder haben festgestellt, dass wir ein Interesse haben an diesen historischen Expeditionen als Spielfeld, als Spielszenario und haben dann mussten uns dann ganz früh fragen, natürlich integrieren wir solche problematischen Aspekte oder nicht. Das war dann eine grundlegende Entscheidung und wir haben uns dann entschieden, dass wir das nicht außen vor lassen wollen oder auch können eigentlich. Und in welcher Form findet sich das dann im Spiel wieder? Es gibt zum Beispiel Sklaverei bei uns im Spiel. Die Spieler sind jetzt nicht selber, das ist quasi jetzt kein Geschäftsmodell, was man da betreiben kann im Spiel, aber es kommen Sklavenhalter vor. Die Spielfiguren werden, wenn sie die entsprechende Einstellung haben, dann als Rassisten auch deklariert, direkt den Spielern gegenüber. Ja, wir haben einfach, also
Das kommt quasi ganz in Spielmechaniken vor, wo wir es quasi wie so eine Status oder so auch verarbeiten. Das kommt natürlich auch in der ganzen Erzählung immer mal wieder vor. Ja. Okay, wir haben gerade schon so ein bisschen über Erinnerungskultur im Ansatz gesprochen und die ganze Anno-Reihe ist ja so ein, sagen wir mal, deutsches Phänomen, verkauft sich vor allem in Deutschland sehr, sehr gut. Und diese ganzen Themen, Entdeckung, Abenteuer, Faszination des Exotischen und so weiter, vielleicht auch Kolonialromantik und Imperialismus scheinen immer noch irgendwie ja beliebte Themen zu sein in der oder populärkulturelle Themen zu sein in der Spielerschaft. Und ich meine, es gibt ja auch heute noch in der Bundesrepublik unzählige beispielsweise Straßen und so weiter, die nach vermeintlichen Kolonialhelden benannt sind, wo gelegentlich auch mal Debatten geführt werden um Umbenennung und dergleichen. Wenn ich das aber richtig im Blick habe, im Verhältnis beispielsweise zu anderen Ländern sehr, sehr zögerlich. Robert, wie würdest du das einordnen jetzt im Kontext Bundesrepublik? Du hast jetzt gerade schon so ein bisschen gesagt, da tut sich irgendwie was in den letzten Jahren, aber haben wir quasi in der Bundesrepublik ein Problem, mit solchen Themen umzugehen? Also ich denke, das spezifische Problem in der Bundesrepublik ist auch so, wie ich das sozusagen über meine eigene, sag ich jetzt mal, Karriere in der Wissenschaft mitverfolgt habe. Ja, also auch was für Themen zum Beispiel in Seminaren vorkommen und so weiter. Ich habe noch zu einer Zeit angefangen zu studieren, als es gar kein so großes Thema war und dann erst langsam bei uns bei den Historikern aufkam. Das Problem letztendlich in Deutschland ist, denke ich, dass sich immer noch relativ wenig Leute bewusst sind, dass Deutschland überhaupt Kolonien hatte, Kolonialstaat war. Wir haben die Kolonien abgenommen bekommen in den Verträgen von Versailles und späteren Folgeverträgen. Und die sind umgewandelt worden in Mandatsgebiete des Völkerbundes damals noch. Das heißt, und dann kommt natürlich bei uns der Nationalsozialismus dazwischen, der bei uns auch immer noch in der Schule den Geschichtsunterricht dominiert. Das heißt, es wird sehr wenig über die Kolonialzeit gesprochen. Es wird sehr wenig darüber gesprochen, dass überhaupt Deutschland Kolonien hatte, geschweige denn die Tatsache, dass es massive Kolonialverbrechen gegeben hat, die in Deutschland stattfinden. Und gerade an den Straßennamen kann man das dann sehr schön sehen. Also der Aktivismus darüber fängt eigentlich schon in den 80er, 90er Jahren an. Also die älteste Organisation, die ich kenne, ist, heißt Freiburg Postkolonial. Und die hat ja jetzt auch in den letzten Jahren, in den letzten 10, 15 Jahre, in anderen Städten Folgeorganisationen hervorgebracht. Also es gibt München Postkolonial, Berlin Postkolonial, die sich gerade sehr einsetzen für die Straßenumbenennung in einem afrikanischen Viertel und so weiter und so weiter. Und die haben sozusagen in dieser Straßenumbenennungsgeschichte das größere Thema irgendwie festgemacht, um zu versuchen, das mehr ins öffentliche Bewusstsein zu bringen. Ich denke, das ist ihnen auch bis zu einem gewissen Grad gelungen. Also ich würde da schon sagen, viel davon, dass wir das Thema jetzt mehr behandeln und wahrscheinlich auch mehr Deutschen irgendwie bewusst ist, dass es diese Kolonien mal gegeben hat und dass es Verbrechen gab, die in den Kolonien stattgefunden haben, speziell der Genozid an den Herero und Nama 1904 bis 1907 im heutigen Namibia, damals Deutsch-Südwestafrika, ist diesen Aktivisten und Aktivistinnen zu verdanken. Und da haben sich jetzt aber auch in der Wissenschaft immer mehr Leute dafür interessiert. Also in Hamburg ist Jürgen Zimmerer jetzt momentan bekannt, aber es gibt auch viele andere. Und in letzter Zeit gibt es ja die Diskussion um die Restitution von Raubgütern, die sich am Humboldt-Forum angesetzt hat. Und auch die wieder hängt eben wieder zusammen mit einem Aktivismus, mit auch einer wissenschaftlichen kritischen Begleitung und mit einer medialen Öffentlichkeit, die sich da langsam immer mehr für interessiert. Aber ich denke, also ich würde heute gerne mal wissen, wo mein Eindruck sozusagen ist, dass es ein viel diskutiertes Thema ist, wie viele Menschen in Deutschland bekommen das eigentlich überhaupt mit und wie viele denken immer noch oder wissen überhaupt, dass Deutschland Kolonien hatte und wie, ich weiß gar nicht, wie das im Schulunterricht zum Beispiel gerade vorkommt, das Thema.
Ich glaube, da haben wir jetzt gerade gar keinen Experten in der Runde, der das aktuell, das Curriculum kennt. Ich kann mich aus meinem Geschichtsunterricht, der jetzt auch schon quasi über 10 Jahre zurückliegt, erinnern, dass das im Grunde überhaupt keine Rolle gespielt hat. Also es wurde vielleicht in einem Nebensatz mal erwähnt oder so, dass das Deutsche Reich Kolonien hatte und es ja dieses Wettrennen um Afrika quasi und den Platz an der Sonne und so weiter gab, aber was dann im ganzen Kontext passiert ist, wurde überhaupt nicht, also, nicht weiter. Ich kenne Kollegen, die sich sozusagen dafür einsetzen und auch als Historiker von den Universitäten aus sich einmischen in die Gestaltung von Lehrbüchern für Schulen. Mhm. Und da sozusagen versuchen, das Thema auf die Schulpläne zu bringen und damit auch Erfolge gehabt haben. Aber also daher weiß ich sozusagen, dass es in Lehrbüchern jetzt eher vorkommt, dass Lehrbücher sich auch stärker für Globalgeschichte überhaupt und Weltgeschichte und auch multiperspektivisch dafür interessieren. Das heißt, es kommen jetzt zum Beispiel auch Quellen in Lehrbüchern, in Schullehrbüchern vor, die nicht von aus westlicher Perspektive geschrieben sind, sondern die sozusagen den Kolonisierungsprozess aus einer afrikanischen oder lateinamerikanischen Perspektive behandeln. Also da gibt es schon Fortschritte, aber ich weiß es eben nur auf der Ebene dieser Lehrbücher. Ich weiß nicht, wie das dann praktisch im Unterricht aussieht. Ja, okay. Dann kommen wir vielleicht, schlagen wir den Bogen wieder zurück zu den Spielen in gewisser Weise und der ewigen Debatte, was können Spiele eigentlich leisten? Was dürfen sie darstellen? Was sollen sie darstellen? Und in welcher Art und Weise sollen sie das tun? Da gibt es ja jetzt auch heute in der Debatte auf Twitter hat sich das wieder gezeigt, sehr differenzierte Positionen, die reichen dann irgendwie davon, die Spiele sollen solche sensiblen Themen überhaupt nicht präsentieren, inszenieren, weil sie quasi zwangsläufig die Spielenden in die Position werfen würden, das als Mechanismus, als Mechanik für sich selbst auszunutzen und dann Sklaverei beispielsweise als etwas Positives darzustellen. Und auf der anderen Seite dann, ja, Spiele haben aber als Massenmedium, als Kulturgut quasi auch eine gesellschaftliche Verantwortung. Und natürlich dürfen sie quasi im Rahmen der Kunstfreiheit erstmal alles Erlaubte zeigen oder nicht zeigen. Aber sie müssen sich dann quasi gemessen an dieser gesellschaftlichen Verantwortung, die sie haben, auch kritisieren lassen. Ja, ich weiß nicht, Bastian oder Riad, wer von euch beiden dazu spontan eine Meinung hat? Auf welcher Seite würdet ihr euch positionieren? Ich lasse Riad den Vortritt. Ja, ich denke schon, dass Spiele alles behandeln können. Sonst hätten wir unser Spiel nicht gemacht. Also wir hatten auch am Anfang den Punkt, dass wir darüber diskutiert haben, können wir das machen? Ist das genau aus den gleichen Gründen? Ist das überhaupt möglich, so ein Thema zu verarbeiten innerhalb von Spielmechaniken? Also wenn man jetzt ein sehr narratives Spiel macht, wo man die Spieler sehr rigide durch eine Narration führen kann, dann ist es ja nochmal eine Sache, ein Spiel zu machen, was sich der Thematik eher so von der Spielmechanik nähert, ist gefährlich, weil man sich genau diese Fragen stellt, mache ich das Spiel quasi, baue ich da, erlaube ich gewisse Gewinnstrategien, die ausbeuterisch sind oder nicht, und auch welche Spielmechaniken oder Regeln tauchen überhaupt auf, welche Ressourcen tauchen auf, die können ja auch implizit rassistisch sein oder sexistisch, je nachdem, ich habe ja quasi selber die Wahl als Gestaltender, wie ich die Welt modelliere. Quasi Spoiler Alert bei uns, wir haben uns dann entschieden, das Spiel zu machen und denke schon, dass sich dass Spiele den Anspruch haben dürfen, auch solche Sachen, Thematiken zu bearbeiten. Sie müssen sich natürlich dann aber auch der Kritik stellen, wenn sie das schlecht machen. Wie man das genau, also was gut und was schlecht ist, wie man das am besten behandelt, ist natürlich auch Teil des Diskurses. Ich glaube, der ist auch nicht abgeschlossen. Insofern freue ich mich auch, jetzt hier bei der Runde dabei zu sein und ein bisschen auch von euch eure Meinung dazu zu hören.
Ja, ich versuche da mal so ein bisschen auch dran anzuknüpfen wieder. Also ich finde generell, also ich würde auch nicht irgendwie jetzt sagen, man dreht jetzt den Entwicklern am Ende irgendwie einen Strick draus und sagt dann, ja, ihr müsst das machen, weil ihr in der Zeit irgendwie ein Setting ansiedelt oder so. Ich bin da schon dafür, dass man da versucht zu vermitteln. Denn letztlich, wie Riad das auch gerade schon angedeutet und erklärt hat, ist das schon eine schwierige Sache, gerade game-mechanisch. Also die Problematik sehe ich durchaus auch. Wenn ich jetzt sage, ich weiß nicht, so als Idee, man sagt jetzt, es gibt irgendwie Sklaven in Anno 1800 und dann überlegt man sich, was weiß ich jetzt mal ganz konkret, ich habe mir auch schon mal Gedanken dazu gemacht, wie könnte man denn vielleicht irgendwie das da reinbringen, aber am Ende landet man immer bei der Problematik, das ist ja erstmal eine Wirtschaftssimulation und es geht um Optimierung von Wirtschaftskreisläufen und das ist natürlich immer eine gefährliche Sache. Man könnte jetzt ja sagen, auf den Plantagen der neuen Welt arbeiten erstmal relativ standardmäßig Sklaven. Und die sind vielleicht ein Bevölkerungsteil, der zum Beispiel keine Wohnhäuser separat braucht, weil er schon vor Ort an den Plantagen sozusagen Unterkunft hat, was dem Spieler quasi erstmal zum Vorteil gereicht, weil er natürlich dann irgendwie nicht extra noch Ressourcen ausgeben muss, um dort irgendwie die Insel voll zu pflanzen mit Wohnhäusern, was nämlich bei der Anno-Reihe auch immer eine Herausforderung ist, dass man platzsparend agieren muss und die Stadt oder die Siedlung quasi ausplanen muss, möglichst effektiv, damit man dann auch kleinere Inseln gut ausnutzen kann. Und sowas würde natürlich in der neuen Welt erstmal dem Spieler rein auf dieser mechanischen Ebene helfen. Die Frage ist, belässt man es dann dabei? Wahrscheinlich natürlich nicht. Ich sehe es halt auch so bei Anno, dass man natürlich eine Progression hat. Also das ist jetzt in der Anno-Serie auch immer so. Dadurch, dass man ja auch in der alten Welt oder in dieser Hauptsiedlung sozusagen immer diese Bevölkerungsaufstiege drin hat und dieses Wachsen der Siedlung, bleibt das Ganze ja nie statisch, auch in der geschichtlichen Epoche, sondern man macht ja eigentlich immer eine Entwicklung durch. Ich finde das bei Anno 1800 auch deswegen interessant, weil man schon sieht, die Industrialisierung kommt ziemlich sprunghaft rein mit der zweiten Bevölkerungsstufe, das sind dann die Arbeiter. Und das Ganze entwickelt sich dann aber immer weiter, bis man irgendwann Ingenieure und Investoren dann am Ende auch noch hat. Und das Ganze wird natürlich immer prachtvoller, immer prunkvoller, aber auch immer durchindustrialisierter, immer schmutziger sozusagen. Also auf dieser alten Welt sehe ich eigentlich, dass da eine Progression auch drin ist. Und es wäre vielleicht auch spannend zu sehen, wenn auch nicht ungefährlich, ob man auch die Entwicklung der Sklaverei. Wir haben ja im 19. Jahrhundert in Europa eine aufkeimende Entwicklung des Abolitionismus, also wo dann durch Bildungsbürgertum letztlich hinterfragt wird, aufgrund von christlichen Moralvorstellungen, müsste man Sklaven nicht eigentlich an der Stelle auch gleich behandeln und wirklich sagen, naja, wir können jetzt nicht die einen als Sklaven halten und die anderen nicht, weil alles sind irgendwie Geschöpfe Gottes. So in der Argumentation geht man dann daher und es setzt sich dann tatsächlich bei den europäischen Nationen allmählich durch, dass man eben diese Sklaverei so nicht mehr praktizieren möchte. Wo es ja dann noch länger bleibt. Wie gesagt, historisch ist es dann in den USA natürlich, in den Südstaaten ganz lange noch der Fall. Deswegen ja auch der amerikanische Bürgerkrieg unter anderem so dann ja auch entsteht in 1860er Jahren. Nur man sieht schon, dass sich dort auch in der alten Welt etwas entwickelt hat. Und ich hätte es total spannend gefunden, wenn man jetzt gesagt hätte, mit dem Aufkommen höherer Bevölkerungsschichten in der alten Welt kommen dann vielleicht Forderungen und Unmuten in der Bevölkerung, in der höheren Bevölkerung insbesondere auf, weil man eigentlich diese Form von Ausbeutung in der neuen Welt gar nicht mehr haben möchte und den Spieler sozusagen herausfordert, vielleicht irgendwie die Sklaven zu befreien, abzuschaffen, dann aber für Wohnraum sorgen zu müssen, die irgendwie dort anzusiedeln und denen irgendwelche Rechte zu geben oder so. Es wäre sicherlich spannend gewesen, das mal so zu sehen in dieser Progression, dass sich im 19. Jahrhundert schon etwas entwickelt, dass das kein statischer, reiner Faktor irgendwie ist. Genau wie ja Kolonialismus nicht einfach irgendwie nur mit einem Schlag da ist und dann irgendwie vorhanden ist und immer gleich bleibt, ne? Und ich habe schon den Eindruck, dass Anno 1800 da sehr, also schon
ich vermute, wir können es ja nun jetzt, da wir jetzt auch keinen Anno-Entwickler hier haben und nur die Devblocks oder auch das Spiel haben, können wir jetzt ja nicht genau sagen, ob es wirklich deren Anliegen war, jetzt hier geschichtlich in die Tiefe zu gehen. Soweit würde ich nicht gehen. Aber man sieht schon, es gibt diverse Mechaniken, zum Beispiel dieses Zeitung-Lektorieren, was ja nichts anderes ist als eine Andeutung zum Thema der Pressefreiheit, dass man also da wirklich auf Zeitungsartikel Einfluss nehmen kann, die ersetzen kann mit genehmeren Zeitungsartikeln, wo dann gewisse Boni dranhängen, anstatt dass man da Mali für bekommt oder so. Und da kann man schon sehen, dass sich da Gedanken gemacht wurden, das Ganze wirklich in dieses 19. Jahrhundert-Setting auch einzubetten, aber halt immer vor dem Hintergrund, dass es doch sehr eurozentristisch am Ende bleibt und alles, was im Bereich der neuen Welt stattfindet, eher, ich sag mal, relativ unscharf ist. Um das vielleicht ein bisschen zu verallgemeinern, also ich finde schon, dass man Entwicklern auch zugestehen können sollte, dass sie eben sagen, okay, wir wollen wirklich keine Sklaverei aufnehmen oder irgendwelche Themen, die uns ganz besonders problematisch erscheinen, weil man sich eben damit auch irgendwie in die Nesseln setzen kann, was die Mechaniken angeht. Aber dann finde ich es eigentlich noch umso wichtiger, was eben auch schon angeklungen ist, dass man in der Narration des Spiels aber irgendwie das versucht, möglichst gut oder intelligent oder irgendwie auf eine vernünftige Art und Weise zu thematisieren. Ich habe jetzt auch nicht in die Anno 1800-Kampagne bisher reingespielt, aber ich habe mir schon mal angehört, auch in Podcasts und so, wie darüber gesprochen wurde, was da passiert in der Kampagne. Das soll ja eine sehr familienorientierte Geschichte sein, so eine Art Unternehmerfamilie, die hintergangen wurde und dann ihr Imperium neu aufbauen soll. Also eine Geschichte, die nicht sehr geschichtlich ist, sondern relativ so familiär, dramatisch irgendwie daherkommt. Und da gibt es wohl auch eine, ja, ich sag mal, lateinamerikanische Ureinwohnerfigur, die eher so als, ja, wir haben jetzt hier einen Ureinwohner reingebracht, Figur daherkommt. Und die Figuren sollen auch nicht besonders gut geschrieben sein, relativ plump daherkommen. Und das ist natürlich, finde ich, dann in der Narration immer sehr schade, wenn das wirklich dann so Abziehbildchen werden. Ne? Gerade die Figuren, die Charaktere in so einem Spiel. Das ist ja nicht das Zentrum von Anno, jetzt irgendwie die Kampagne, war sie, glaube ich, auch noch nie. Oder irgendwie diese Missionen, die es in den früheren Annos mal gab. Aber es ist dann immerhin, finde ich, wichtig, wenn man schon spielmechanisch nicht machen möchte, dass man dann wenigstens aber in der Narration irgendwas zu der Debatte auch zu sagen hat letztlich. Und ich habe das Gefühl, Anno hat da irgendwie überhaupt nichts Neues zu sagen, sondern verfällt im Zweifelsfall dann immer in diese Kolonialromantik zurück, die wir anscheinend in der Bundesrepublik oder in der deutschen Geschichte noch relativ lange mit uns rumtragen. Und um da noch mal einen kleinen Haken zu ziehen zu der Geschichte oder zu der Debatte, die eben auch schon angeklungen ist zu den postkolonialen Studien und auch sowas wie Straßenbenennungen und Umbenennungen und so weiter. Etwas Ähnliches haben wir ja auch vor ein paar Jahren schon gesehen mit solchen Benennungen wie zum Beispiel Hindenburgplätzen. Mir fällt da bei mir in der Region Münster ein mit seinem Hindenburgplatz, der dann, glaube ich, irgendwie, ich habe es eben nochmal nachgeguckt, 2012 umbenannt wurde in Schlossplatz oder so. Also wo man wirklich dann auch gesagt hat, auch Figuren, die irgendwie im Dunstkreis des entstehenden Nationalsozialismus dann eben solch eine Rolle gespielt haben wie an Hindenburg, wollen wir dann nicht mehr unbedingt als Straßennamen haben. Das Ganze ist jetzt 2012, also diese Diskussionen sind alle noch relativ jung. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die man manchmal auch noch ein bisschen unterschätzt, dass so diese alten Geschichtsbilder noch sehr wirkungsmächtig sind und diese Diskussionen jetzt auch wie durch die postkolonialen oder postcolonial Studies angeregt werden, dass solche Dinge einfach noch sehr frisch und jung sind. Und ich glaube, da tun sich Spieleentwickler dann auch noch umso schwerer damit. Wie Riad schon sagt, dass die Gedanken, die macht man sich ja, vermute ich zumindest mal, ich bin kein Game Designer, aber ich glaube, das macht man da wirklich schon in der Konzeptphase. Wenn man sich wirklich überlegt, wie soll das Spiel denn so ungefähr erstmal aussehen, da muss man ja dazu auch schon eine Entscheidung fällen, wie du das auch schon gesagt hast. Und ja, das muss man den Entwicklern einerseits zugestehen, aber dann auch wieder sagen, es wäre immerhin nett, wenn das Spiel auch irgendetwas Gehaltvolles zu so einem Thema dann zu sagen hat, denn immerhin hat man sich dieses Setting ja auch ausgewählt. Ich habe zum Beispiel ein nicht ganz so großes Problem in der Anno-Serie mit der Darstellung von Kolonialismus zum Beispiel in Anno 1404, weil im 15. Jahrhundert das Ganze natürlich noch gar nicht so aufgekommen ist. Und das mit dieser Orient-Darstellung kann man auch kritisch sehen. Aber ich finde, das ist nochmal eine
etwas andere Hausnummer, wie wenn man jetzt auf das 19. oder frühe 20. Jahrhundert zum Beispiel guckt, wo wir einfach auch noch viel direktere Bezüge in die Vergangenheit haben, aufgrund der kürzeren Zeitspanne, die dahin führt in diese historische Zeit. Als wenn man jetzt sagt, vor 600 Jahren gab es natürlich auch irgendwie Entwicklungen, wo ja, Menschenrechte jetzt rückwirkend nicht eingehalten wurden, die es natürlich so kodifiziert auch noch gar nicht gab, aber wo man dann sagt, natürlich sind dort schreckliche Dinge auch vorgefallen, aber es ist nochmal was anderes im 19. Jahrhundert vor allen Dingen, als dann in so einer im mittelalterlichen Setting. Und deswegen, ja, muss man da auch wirklich vom Fall zu Fall, finde ich, gucken. Und ja, anno 1800 wählt sich das aus, muss dann mit der Kritik, finde ich, aber auch ein Stück weit leben, ne? Mhm. Vielleicht bevor wir nochmal weiter über mögliche Mechaniken und so weiter sprechen, nochmal den Bogen zurück zu Robert und dem Schulunterricht, beziehungsweise den möglichen Ansatzpunkten, die wir jetzt als HistorikerInnen oder wie auch immer haben, das Thema irgendwie in die Öffentlichkeit zu rücken, stärker zu diskutieren. Du hast schon gesagt, in den letzten Jahren tut sich da einiges, viel läuft irgendwie über politische Initiativen, aber auch im Lehrbuchbereich tut sich so langsam was, dass es die Darstellung multiperspektivischer werden. Jetzt sind digitale Spiele ja, würde ich sagen, das Massenmedium des 21. Jahrhunderts. Fehlt da sozusagen im Schulunterricht auch oder auch darüber hinaus ein methodisches Grundwissen oder so für die Spielenden, mit solchen Themen sich auseinandersetzen zu können? Oder fehlen historische Wissensangebote, das Ganze vernünftig zu reflektieren? Ich denke ja, aber für den Schulunterricht kann ich das halt wirklich schwer sagen. Ne? Mhm. Ich bin an den Universitäten, da sieht es meistens schon ein bisschen anders aus. Die Studenten oder Studierenden, die ich bekomme in den Seminaren, sind dann meistens auch schon selbst auf der Grundstudiumsebene sind es schon Leute, die sich irgendwie für das Thema interessieren und sich daher auch schon ein bisschen mit afrikanischer Geschichte im Speziellen auseinandergesetzt haben. Deswegen kann ich auch nicht unbedingt sagen, ob die repräsentativ sind für die Studierenden allgemein. Ich fange sozusagen meine Seminare allein schon immer damit an, dass ich ihnen eine Karte des Kontinents Afrika mit Ländergrenzen vorlege und sie bitte, die Ländernamen reinzuschreiben. Ja, allein für mich sozusagen, um erstmal einen Eindruck davon zu haben, was da für ein Wissen da ist. Und da sieht man halt auch, was Leute wissen, und was nicht. Und ja, das könnt ihr euch vorstellen. Also Südafrika treffen noch alle, dann als zweites kommt meistens Kenia, dann vielleicht Nigeria, manche noch dem Kongo und ein, zwei nordafrikanische Länder, Ägypten oder so, und dann ist es auch schon vorbei oder dann geht's stark nach unten. Also da auf der Ebene fängt es dann ja schon mal an. In Bezug auf Kolonialismus und Spiele im Speziellen, also wir haben ja immer Riesendiskussionen darum, dass sozusagen eine Kompetenz bei den Lehrern in Bezug auf Spiele fehlt. Und ich glaube sozusagen auch, dass da vielleicht der Punkt ist, wo man ansetzen muss. Also man kann Spieleentwicklern viel vorwerfen. Letztendlich sind das kommerzielle Produkte. Dann ist es ein Markt, der sich auch, denke ich, radikal unterscheidet. Ich glaube nicht, dass sich ein Riesenunternehmen wie Ubisoft das trauen würde, ein Thema sozusagen so anzuschlagen wie jetzt Riyadh und Maschinenmensch, weil die, als so ein Indie-Studio kann man ja sozusagen ein Nischenpublikum ansprechen. Ja? Kann man irgendwie sagen, okay, irgendwie, ich weiß nicht, Berliner Hipster, die irgendwie studiert haben und die sich ein bisschen mehr mit Kolonialismus auseinandergesetzt haben als die breite Masse von Leuten. Und anno 1800 hat er ja irgendwie eine ganz andere Masse, wo sie irgendwie ihre Sachen absetzen müssen. Also wundert mich das irgendwie nicht, wenn die solche Sachen eher auslassen. Und da, also wo wir sozusagen irgendwie einen stärkeren Einfluss haben, wäre dann sicher im Geschichtsunterricht, wo man dann sagen muss, okay, dann behandle doch mal so ein Spiel, dann spielt es doch mal gemeinsam und redet mal darüber, wie das da dargestellt wird und schaut euch mal irgendwie die anderen Quellen an. Ja, also das ist das, was ich auch im Seminar sozusagen gemacht habe.
Wir haben Sitzungen gehabt, wo wir immer ein Referat hatten, wo zwei Leute ein Spiel intensiv gespielt hatten und zwei Texte zu der Periode, die das Spiel behandelte, sodass wir das dann gemeinsam diskutieren konnten. Und ich meine, auf einem niedrigeren Niveau, wir haben natürlich wissenschaftliche Texte gelesen, auf einem niedrigeren Niveau kann man das auch im Schulunterricht machen, denke ich. Ria, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist The Curious Expedition für Schulen auch kostenfrei beziehbar, ne? Ja, das stimmt. Ja, habt ihr denn auch jetzt rein aus Interesse mal euch quasi mit Lehrenden aus den Schulen auseinandergesetzt, mal so getroffen und über das Spiel debattiert? Oder gibt es da Rückmeldungen von denen, dass sie es irgendwie benutzt hätten? Ja, also wir haben da viele Kopien rausgegeben. Es gab Rückmeldungen, dass es in den Schulen verwendet wurde, aber es jetzt so ehrlich gesagt, so jetzt ganz genau, dass wir so einzelne Spielsituationen oder Diskussionen nochmal wiedergegeben wurden, ist dann eher nicht passiert. Ja, ich weiß nicht genau, woran das liegt. Mhm. Aber also, ja, ist schwer zu sagen. Aber ich wollte auch nochmal kurz anstoßen zu dem Punkt, warum das nicht mehr verarbeitet wird in Spielen. Und ja, also natürlich ist ein Grund jetzt nicht nur, dass es Ignoranz oder einfach Unwissenheit, sondern kommerzielle Interessen, dass man, wir hatten da auch große Angst davor, dass wir nur noch oder zu sehr als Serious Game oder Educational Game wahrgenommen werden und dann kommerziell natürlich das dann nicht mehr so funktioniert. Die meisten Spiele verkaufen sich ja nach wie vor einfach über Spielspaß oder Spielfreude. Und das zu kombinieren mit einem Gefühl von, man ist jetzt betroffen oder traurig, funktioniert bei einzelnen Titeln. Aber es ist natürlich eine große Angst, jetzt generell oder beim Beispiel Ubisoft, sich so einer Thematik zu nähern. Und da hat da wiederum Ubisoft oder große andere Hersteller wieder den Vorteil, dass wenn sie das machen wollen, dass sie sich einen Stab von Historikern oder Historikerinnen leisten können. Den können wir jetzt als Indie-Team nicht. Also wir haben quasi die Freiheit, da, weil wir weniger kommerzielle Zwänge haben, solche Themen zu bearbeiten. Aber natürlich gleichzeitig ist es auch sehr schwer für uns, diese Themen zu bearbeiten, weil Curious Expedition haben wir im Wesentlichen zu zweit gemacht, mein Kollege und ich. Und da kann man sich vorstellen, dass da der Anspruch dann, das auch noch historisch zu belegen, oder historisch irgendwie damit sinnvoll umzugehen, ein Riesenaufwand ist, der einfach, ja, also ja, dann einfach schwer zu bewältigen ist für kleine Teams. Wollte ich nochmal anfügen. Mhm. Ja, das stimmt natürlich. Das würde mich auch mal sehr interessieren, wie Curious Expedition dann gerade in Schulen eingesetzt wird, weil ich glaube, dass Curious Expedition auch ein Spiel ist, das kritisch begleitet werden müsste, gerade durch auch eine Multiperspektivität. Denn also eins der Probleme, die ich mit dem Spiel hatte, war genau sozusagen dies, dass während ganz viele Sachen auf der Seite der kolonialen, dieser kolonialen Expeditionen thematisiert werden, also Rassismus, Sklaverei, irgendwie die Art und Weise, wie diese Expeditionen irgendwie verlaufen und gemanagt werden und so, war dann halt die andere Seite für mich sehr wenig dargestellt. Und da würde ich mir dann sozusagen, wie gesagt, das muss ich, erwarte ich auch gar nicht von euch, dass ihr das sozusagen leistet. Aber da würde ich mir dann sozusagen von dem Geschichtsunterricht irgendwie wünschen, dann zu sagen, okay, jetzt stellt euch sozusagen mal so ein Spiel aus der anderen Perspektive vor. Ja. Also ich fand es zum Beispiel dann schon schwierig, dass in dem dass man wenig auf Gesellschaften stößt. Man stößt auf Dörfer. Die historischen Expeditionen im 19. Jahrhundert in Afrika sind riesige, gemanagte Geschichten gewesen, die von lokalen Leuten organisiert wurden. Also da gibt es Massen an Trägern, die auch Karrieren haben, die ihr ganzes Leben lang als Träger arbeiten, über verschiedene Expeditionen hinweg, die selber teilweise aufsteigen, weil sie ein Netzwerk haben. Und dann kommt sozusagen der deutsche Entdecker, kommt dann irgendwie nach Sansibar und stellt dann irgendwie erstmal jemanden an, lokal, der dann die ganze Mannschaft zusammenstellt, weil er die Leute kennt, der dann irgendwie die Bezahlung von den Trägern organisiert und solche Dinge, ja. Und
all solche Sachen könnte man dann sozusagen im Geschichtsunterricht auch nochmal thematisieren. Also wie laufen dann solche Expeditionen eigentlich ab? Ich erwarte gar nicht, dass jetzt sozusagen Spiele historisch korrekt sind. Es wird nicht funktionieren. Es wird allein schon deswegen nicht funktionieren, weil wir als Historiker immer nur Ausschnitte von Geschichte zeigen. Aber ich erwarte dann sozusagen von einem Geschichtsunterricht, oder das wäre dann sozusagen das, was ich mir irgendwie wünschen würde von einem Geschichtsunterricht, das dann mit einem entsprechenden Lehrmaterial zu versorgen. Dass man die Spiele auch kritisch rezipieren kann. Ja? Also das ist so ein bisschen, um auf die Diskussion mit der, dürfen Spiele solche schwierigen Themen ansprechen und darf man das dann kritisieren, zurückzukommen. Ich finde sozusagen das Problem, was man irgendwie gerade in der Debatte irgendwie immer hat, ist, wenn man jetzt anno 1800 irgendwie kritisiert, dass da Sklaverei nicht vorkommt, ja, dann wird immer gleich gesagt, ja, es geht doch nur um Spielspaß, oder du wirst den Leuten irgendwie vor, jetzt Kolonialisten oder Rassisten zu sein oder sowas. Ja, darum geht's mir aber überhaupt nicht. Es geht auch nicht darum, denen zu verbieten, dieses Spiel zu produzieren oder so zu produzieren, wie sie das produziert haben wollen. Es geht mir darum, die Spiele auf eine Art und Weise einzuordnen, damit Spielende sich dem ein bisschen bewusster vielleicht stellen können und sich mit dem auseinandersetzen können. Ja, ich habe auch Spaß dabei, Anno 1800 zu spielen. Ich habe auch Spaß dabei, Curious Expedition zu spielen. Und gleichzeitig fallen mir sozusagen irgendwie diese Sachen auf. Und ich finde sozusagen, das wäre dann ja unsere Aufgabe, das so ein bisschen in der Öffentlichkeit reinzubringen. So, hey, okay, guckt euch irgendwie diese Spiele an. Die machen Spaß. Aber denkt jetzt irgendwie nicht, dass, oder lasst euch nicht euer Geschichtsbild davon bestimmen, sondern setzt euch kritisch damit auseinander, was für ein Geschichtsbild ihr habt. Und das ist für mich sozusagen eine Vorstellung von Kritik, die in diese Diskussion immer ein bisschen zu kurz kommt. Also eine produktive Kritik, die nicht auf Leute mit dem Finger zeigt und zensieren will und verbieten will oder sonst irgendwas. Oder Leute beschimpfen als Rassisten oder sowas. Ja, ich würde mich da auch nochmal anschließen. Würde ich absolut unterstreichen, dass wäre sehr, sehr schön, wenn man in der Kritik da auch mal, wie du schon sagst, produktiver tätig werden kann. Ich fand zum Beispiel bei Curious Expedition, um da jetzt nochmal drauf zurückzukommen, diese Art und Weise in der Narration sehr schön, dass das Ganze auch immer, so hatte ich zumindest den Eindruck oder so habe ich das zumindest wahrgenommen, immer so eine humoristische Ader hatte, immer so einen humoristischen Bruch irgendwie drin, damit man das auch irgendwie diese doch sehr, sehr schwer verdaulichen Themen besser irgendwie gutieren kann und auch als Spieler nicht irgendwie da sitzt und denkt, oh mein Gott, was für schreckliche Dinge wir hier tun, sondern dass das Ganze auch immer mit so einer etwas witzigen Ebene thematisiert wird, aber nie so, hatte ich zumindest nie das Gefühl, dass es jetzt total auf Slapstick oder sowas hinausläuft, sondern wirklich, da waren so interessante Twists drin. Ich erinnere mich immer sehr gerne an diese Situation, wenn man dann irgendwie die Tempel plündert und man hat dann, glaube ich, schon so Hints vorher, dass man weiß ungefähr so, jetzt könnte irgendwie dadurch folgende Katastrophe passieren. Ja, es ist irgendwie ganz kalt und dann vereist die ganze Region drumherum, sobald man irgendwie den Kulturschatz dort geraubt hat oder so. Und ich fand das deswegen ganz nett, weil solche Situationen haben mir aufgezeigt und mir wieder in Erinnerung gerufen, dass das ja eigentlich sehr metaphorisch eigentlich dafür steht, dass jetzt nicht nur ein Kulturschatz dort wirklich konkret geraubt wird, sondern dass ja auch ein bisschen dieses Land eigentlich zerstört hinterlassen wird auf eine bestimmte oder auf mehrere Arten und Weisen eigentlich. Nicht nur auf der kulturellen Ebene, sondern natürlich auch auf der Ressourcenebene, Land, das nicht mehr bewirtschaftet werden kann, weil man es ausgebeutet hat. Das passiert natürlich jetzt nicht direkt auf der Expedition alleine, aber das wird alles schon so ein bisschen, ich sag mal, in der eigenen Fantasie, wenn man da im historisch natürlich auch vorgebildet ist oder so, dann kommt man irgendwann auf den Trichter so, oh, das ist eigentlich metaphorisch ganz schön umgesetzt, um auf solche Themen hinzuweisen, aber auf eine Art und Weise, wo das im Spiel so völlig verrückt erscheint, weil man wirklich denkt, wie jetzt auf einmal entsteht hier eine Wüste, eine Eiswüste oder irgendwie taucht ein Vulkan auf und dann gibt's eine riesen Vulkaneruption und alles versinkt in Lava drumherum. Man muss jetzt ganz schnell zu seinem Schiff zurück, weil man in Not ist, dass man dann davon eingeholt wird oder so. Dadurch entsteht wieder ein Spannungsmoment, aber gleichzeitig halt auch irgendwie diese Zerstörung der
der neuen Welt sozusagen. Und ihr habt jetzt in dem Spiel auch nicht nur Afrika irgendwie abgebildet oder nur Südamerika oder so, sondern wirklich alle möglichen im 19. Jahrhundert recht unerforschten Gegenden der Welt. Also da sind ja quasi fast alle Kontinente dann irgendwie vertreten, wo man dann die Expeditionen teilweise auch auswählen kann am Anfang. Und das fand ich einfach sehr schön, dass das immer wieder mit so einer humoristischen Ebene bricht, auch mit den Charakteren, die man spielen kann, die man kennenlernen kann. Und das, finde ich, muss man wirklich auch mal als positive Beispiele dann auch mal herausstellen, auch wenn man jetzt auch bei dem Spiel natürlich sagen kann, das und das natürlich nicht optimal dargestellt, wie Robert das eben schon gesagt hat. Aber am Ende des Tages geht es ja nicht darum, dass irgendein Spiel da den Anspruch hat, irgendwie 100% authentisch zu sein oder so. Diese Debatte um Authentizität hatten wir auch schon ein paar Mal angesprochen hier im Podcast. Sondern am Ende, das ist wirklich dann eher Aufgabe, wo man schulisch drauf schauen kann, im Studium drauf schauen kann. Aber es wäre schon wichtig, mal darauf hinzuweisen in dieser Diskussion, wenn wir als Historiker da drauf gucken insbesondere, dass wir da wirklich sagen, da gibt's auch gute Beispiele. Guckt mal hier, in der Form kann man es auch machen. Nicht jedes Spiel wird das so umsetzen können. Das ist jetzt vielleicht nicht die Art und Weise, wie Anno das machen kann. Aber vielleicht finden die einen anderen Weg, um eben ein schweres Thema vielleicht etwas weniger schwer erscheinen zu lassen. Ich meine, letztlich machen sie mit dem Thema Industrialisierung auch nicht so viel anderes im Spiel. Das wird ja auch alles sehr, sehr bunt dargestellt. Klar, es gibt die schwarzen Schlote der Industrieanlagen und es gibt diese Luftverschmutzung irgendwann, die man sehr deutlich sehen kann. Und man merkt, die Natur ist auf dem Rückmarsch, alles wird zugebaut. Die Insel ist nachher nur noch grau in grau in weiten Teilen. Aber man sieht auch, dass diese ganzen Bewohner alle überzeichnet sind, diese ganzen Figuren dort oder so. Und mit solchen, ich sag mal, handwerklichen Tricks kann man natürlich auch solche Themen besser verdaubar machen und überhaupt erstmal thematisierbar machen. Dass das immer noch schwierig ist, gerade in der mechanischen Ebene, da haben wir ja schon drüber gesprochen, aber ich finde schon, da sollte man in der Diskussion auch drauf hinweisen und dann aber auch nicht dabei stehen bleiben, sondern wirklich auch mal sagen, das, was wir jetzt zum Beispiel tun, dass wir jetzt mal untereinander in einem Podcast darüber sprechen und zwar nicht nur wir als Historiker, sondern auch mal einen Entwickler dabei haben oder so. Das wäre in Zukunft wirklich wichtig, das haben wir auch im zweiten Podcast schon herausgestellt, wo wir über Geschichtsbilder insgesamt gesprochen haben, dass es einfach wichtig ist, dass man die Entwickler nicht nur von kleinen, von großen Studios insgesamt mal besser verknüpft mit einer Perspektive aus der Historikerzunft, um einfach vorher mal abzuchecken, 19. Jahrhundert, was sind denn erstmal die ganz großen, wichtigen Themen? Und wenn man sich dafür entscheidet, was rauszulassen, wie begründet man das? Und kann man das nicht doch irgendwie geschickt mit reinbringen? Und da einfach in diese Diskussion einzusteigen, das ist, glaube ich, ganz wichtig in Zukunft. Und ich glaube auch, dass sich da langsam was bewegen wird. Habe ich so zumindest das Gefühl, dass jetzt gerade, wenn wir uns im Podcast drüber unterhalten, das wäre vor, ich weiß nicht, 5 Jahren wahrscheinlich noch recht undenkbar gewesen oder unwahrscheinlich gewesen. Inzwischen gibt es ja nicht nur haufenweise Podcasts in der ganzen Welt, sondern auch diverse Historiker, die sich mit Public History beschäftigen. Es gibt Postcolonial Studies, werden immer mehr auch in der Öffentlichkeit, glaube ich, zunehmend wahrgenommen, um solche Themen dann auch, um mehr Aufmerksamkeit für diese Themen letztlich auch zu schaffen. Und das ist eigentlich eine sehr schöne Sache und ich hoffe, dass das auch weitergeht, weil dann hat man auch irgendwie eine bessere Perspektive, als jetzt zu sagen, wie Robert das erwähnt hat, in der Kritik kommt dann immer auf, jetzt das sind jetzt Rassisten oder man darf dieses Spiel nicht mehr spielen. Ich habe ja auch diesen Link, glaube ich, in der Facebook-Gruppe irgendwie geteilt beim AKGWDS. Von wegen, da hat denn jemand beurteilt, das Spiel wäre quasi ein Guilty Pleasure anno, was man natürlich auch nicht so sehen muss, ne? Also das ist vielleicht auch wieder ein bisschen zu hart, aber dass man da von dieser Ebene wegkommt, ihr Spieler fühlt euch jetzt bitte alle schlecht, wenn ihr das Spiel spielt. Nein, Spiele sind natürlich ein Unterhaltungsprodukt und am Ende des Tages steht der Spielspaß immer im Vordergrund, wenn es jetzt nicht ein klassisches Serious Game ist, aber das sind ja absolute Bruchteile in der Spieleindustrie, wird ja eigentlich fast nur Unterhaltungsprodukte erstellt, von daher, ja. Also wenn ich gerade noch kurz einhaken darf und auch noch ein Lob sozusagen aussprechen, also ich bin auch der Meinung, dass Curious Expedition das ganz gut schafft, dieses Indiana Jones Feeling aufzubringen und dann die Momente, die das hinterfragen. Ja, also mit, was macht man da eigentlich gerade? Auch, wie abhängig man ist von den lokalen Leuten vor Ort, kommt ja schon auch raus. Dass man sich mit denen gut stellen muss, dass man irgendwie Netzwerke da nutzen muss und so. Aber
Ich habe halt sozusagen auch schon gut, mich schon gut genug mit Rezeption beschäftigt, gerade auch bei Spielen, dass man dann im Geschicht, dass ich dann weiß, dass im Geschichtsunterricht muss dann eben dieser Kontext teilweise auch erst hergestellt werden, den Basti erwähnt hat, damit die überhaupt fähig sind, das dann irgendwie einzuordnen und das irgendwie zu machen. Da muss man natürlich dann auch schon die Verantwortung an die Pädagogen eigentlich abgeben, in den Schulen und in der Hochschuldidaktik und in der in den pädagogischen Hochschulen und so weiter, denen zu sagen, also überlegt mal, wie ihr euch damit auseinandersetzt, jetzt auch gar nicht mal nur mit Spielen, sondern überhaupt mit dem, was eure Schüler dann am Ende an Medien konsumieren und wie sie konsumieren. Also man kann es ja auch ausweiten auf insgesamt einen kritischen Medienkonsum, der so im Zeitalter von Fake News und solchen Geschichten wichtig ist. Ja, um da kurz anzuschließen, also ich stimme dem absolut zu, dass ich denke, das sollte in der Schule begleitet werden. In Bezug auf den Humor, das ist natürlich ein Mittel, auch um mit diesen Themen umzugehen, aber es ist auch ein bisschen aus dem geschuldet, dass ich das ganze Spiel als so ein bisschen als eine Satire ansehe. Also die Helden, in Anführungsstrichen, die dort anreisen, werden als inkompetent dargestellt. Das Tagebuch, was aus der Sicht des unzuverlässigen Erzählers ist, ist ja davon gespickt von Missverständnissen, von Naivität, davon, dass die Erkunder ihre Umgebung falsch einschätzen, die Gefahren falsch einschätzen. Das war uns immer wichtig, da die Figuren nicht zu stark zu glorifizieren und die eigentlich nicht als Helden darzustellen, für mich. Das ist eine Sache, die man... Ja, es gibt Aspekte in dem Spiel, die merkt man vielleicht nicht sofort. Und deswegen denke ich, ist es auch wichtig, das zu begleiten an der Schule. Ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel der Eindruck von dem Spiel auch, je nachdem, wie lange man gespielt hat, unterschiedlich ist. Solche Aspekte wie zum Beispiel, dass wenn man Schreine durchstöbert, dass sie dann zusammenbrechen. Und das sind vielleicht Sachen, die am Anfang erstmal so ganz klar auf so eine Indiana-Jones-Thematik oder Fantasie ansprechen, die dann aber so platziert sind in dem Spiel immer wieder, dass Sachen schief gehen, die Spieler machen, dass man dann hoffentlich dann schon irgendwann zu diesem zu einem schlechten Gewissen im Endeffekt kommt. Also es ist vorhin gesagt, die Spieler sollen sich nicht schlecht fühlen, aber eigentlich finde ich das schon toll, wenn die sich schlecht fühlen. Das ist nur die Frage, wie klar macht man das? Also ich habe ja vorher an Spec Ops The Line gearbeitet hier in Berlin. Und das ist ja auch ein in gewisser Weise subversives Spiel, aber was gut funktioniert hat, aber sehr Dampfhammermäßig daherkommt. Also wo auch in dem Ladescreen direkt steht, fühlst du dich schon schlecht und so. Ja, da wollten wir mit Curious Expedition gucken, ob wir da ein bisschen, ob man das noch auch nochmal anders bearbeiten kann, ob man da vielleicht ein bisschen subversiver rangehen kann, ein bisschen die Kritik nicht so offensichtlich macht. Und das haben wir probiert. Also insgesamt bin ich zufrieden damit, aber ich kann auf jeden Fall auch die Kritik verstehen, wenn man sagt, es ist zu subtil. Das wird von Leuten teilweise übersehen. Wir arbeiten jetzt am zweiten Teil. Insofern sind es wieder Überlegungen, über die wir jetzt gerade viel sprechen. Wie offensichtlich oder wie klar muss man die Kritik machen und wie sehr kann man darauf hoffen, dass die Spielenden selbst darauf kommen? Aber da sind wir ja dann sozusagen auch wieder letztendlich bei dem Problem, dass ich in der Diskussion um Spiele und was sie da sozusagen leisten können, ein bisschen habe, ist, dass wir bisher zumindest relativ wenig über den gesellschaftlichen Kontext gesprochen haben. Also in den allgemeinen Diskussionen, ich meine das nicht hier im Podcast. Also dass man das ein bisschen mehr in Betracht ziehen sollte, denke ich, wenn wir über Spiele sprechen. Also gleichzeitig mit der Twitter-Diskussion heute um Anno 1800 gab es eine Diskussion oder ein bisschen satirisch, sarkastisch gemeinte Diskussion um ZDF-Fernsehfilme, ja, die ja auch diesen Kolonialismus haben, und zwar
wirklich auf eine Art und Weise, da schlägt es dir den Boden aus. Und ich glaube schon, dass wir uns da eher immer mal wieder ins Bewusstsein irgendwie rücken müssen. Also die Spiele finden nicht in einem leeren Raum statt, sondern die finden in einem bestimmten gesellschaftlichen Kontext statt. Und wir können nicht einzelne Spieleentwickler für irgendwas verantwortlich machen, was sozusagen ein gesellschaftlicher Kontext ist. Und wir können auch nicht sagen, wir können auch nicht, und das finde ich auch ein bisschen in die Gefahr drin, wir können auch nicht sagen, okay, Spiele sind so schlimm und andere Medien ausblenden, weil dann sind wir sozusagen wieder an dem einem ja ziemlich alten Problem des relativ jungen Mediums Spiele, dass man denen sozusagen einen schlimmen Einfluss zuschreibt und Verantwortung für Sachen zuschreibt, die eher in der breiteren Gesellschaft zu suchen sind. Ja, also auf jeden Fall, das ist ein wichtiger Punkt, finde ich auch. Und der Punkt sozusagen, dass, wo wir es auch im Arbeitskreis ja schon irgendwie seit langem drüber sprechen, auch in den letzten Podcast-Folgen wiederholt drüber gesprochen haben, dass man ein stärkeres Zusammenkommen irgendwie von HistorikerInnen und EntwicklerInnen forcieren müsste, einen stärkeren Austausch, auch dann eben mit Pädagoginnen und Pädagogen, auch im politischen Bildungsbereich und so weiter, diese ganzen Institutionen mal irgendwie zusammenbinden müsste und gemeinsam an einen Tisch bringen müsste, um so ein Angebot zu fördern, weil ich denke auch viele Lehrkräfte natürlich irgendwie gewissermaßen überfordert sind oder selber halt überhaupt keinen Bezug zum Mediumspiel oder auch generell zu populär kulturellen Medien und deren Diskussionen im Unterricht haben und dass man da quasi Angebote liefert, Input liefert, wie welche Medienformen gibt es denn eigentlich, was ist daran irgendwie im Zweifelsfall problematisch oder diskussionswürdig und wie kann man das quasi rückbindend dann im Unterricht irgendwie verwenden, ne? Ja, wir haben jetzt schon knapp eine Stunde rum. Ich weiß nicht, ob wir noch, ob euch so im Kopf Ideen für Spielmechaniken umherspringen, die ihr irgendwo mal gesehen habt, im Kontext der Darstellung sensibler Themen in Spielen, in digitalen Spielen, analogen Spielen, ich weiß es nicht, die wir diskutieren wollen als mögliche Ansätze. Wie schon gesagt wurde, wird es sicherlich nicht möglich sein, irgendwie eine Universallösung hierzu präsentieren oder überhaupt sowas wie eine Universallösung zu finden. Das hängt immer stark davon ab, was ist eigentlich das Kernthema des Spiels in unserem Fall, welche Kernmechaniken werden da bedient, inwiefern kann man quasi sich da annähern oder davon abweichen und andere Mechaniken einbauen oder nicht. Ja, was ich interessant fand im Zusammenhang mit dem Seminar, das ich da machte, war, dass sich bestimmte Traditionen von Spielmechaniken schon so dermaßen eingegraben haben, dass Spielende kaum bereit sind, sich mal auf eine andere Spielmechanik einzulassen. Wir hatten Papers, Please im Seminar und da kam dann von den Referierenden die Rückmeldung, das ist sehr langweilig. Ja, und dann musste ich sozusagen mit ihnen diskutieren, dass das genau der Punkt ist, dass das Spiel versucht, spielmechanisch eine bürokratische Eintönigkeit zu etablieren und gleichzeitig sozusagen so eine wachsende Überforderung, die sowohl mit der ständig wechselnden Anforderung, was man da jetzt kontrollieren muss bei den Leuten einhergeht, als auch mit den politischen Entscheidungen, die sich auf dieser narrativen Ebene die ganze Zeit ergeben. Ne? Also guckt man jetzt nach seiner Familie oder unterstützt man diese Terroristen oder Widerständler? Und das fand ich ganz interessant. Also die waren da gar nicht bereit, sich darauf einzulassen. In einem anderen Spiel passierte das dann, dass ich denen sagte, es war Banished, also auch so eine Aufbausimulation, die ich aber interessant fand, weil sie eben nicht auf, oder eigentlich nicht auf die Optimierung von Rohstoffkreisläufen ausgerichtet war, sondern auf so eine relativ prekäre Situation, wo man Bevölkerung, eine Population irgendwie über den Threshold bringen muss, damit sie einem nicht niedergeht. Und dann hat irgendeiner von den Referierenden hat einen Exploit gefunden und hat irgendwie gemerkt, wenn ich sozusagen überall
nur so Pilzsammelhütten hinbaue, dann versorgen die mich irgendwie so gut, dass ich irgendwie keine Probleme habe. Und dann war das einfach vorbei. Und ich habe irgendwie gesagt, ja, ey, aber du hättest es für das Referat, hättest du sozusagen das Spiel mal auf diese andere Richtung irgendwie hin überprüfen sollen. Und er hat sozusagen das Spiel auf Gewinnen hingespielt. Ne? Mhm. Und das sind so die Sachen, die ich interessant finde. Also wie weit, wenn wir mal über Spielmechaniken nachdenken, die anders sind oder originell sind oder was Neues irgendwie sind, wie weit können wir da irgendwie gehen? Wie viel hat sich jetzt irgendwie schon eingegraben? Also 4X ist jetzt sozusagen so etabliert als eine Spielmechanik, dass Leute dir irgendwie gar nicht mehr da gar nicht mehr irgendwie dagegen arbeiten können. Also in einem Spiel wie Anno wird es dann erwartet, so ungefähr. Das muss dann so gespielt werden. Das muss dann auch der Spieleentwickler irgendwie so liefern. Aber 4X entsteht eigentlich, Sid Meier hat Geschichte studiert und hat in den 80er Jahren so Western Civilization Kurse belegt, die es an allen amerikanischen Universitäten gab. Es ist diese Social Evolutionism heißt es, diese Idee, wie sich Geschichte entwickelt und wie sich irgendwie Länder und Kulturen entwickeln, die ist genau da von Historikern an seiner Uni gelehrt worden. Ja, die hat man jetzt abgeschafft inzwischen. Nach wachsender Kritik. An ein paar Unis gibt es die, glaube ich, sogar noch. Aber in den Spielen sind die jetzt in dieser Mechanik drin. Und ich frage mich manchmal so ein bisschen so Alternative History-mäßig, was wäre gewesen, wenn irgendwie in diesem Moment, wo solche Spielmechaniken sich etabliert haben, was anderes gelehrt worden wäre und was hätten Leute dann gemacht? Also ich glaube, das, was du ansprichst, ist auch ganz wichtig. Wir haben einfach, glaube ich, bisher sehr wenig solche alternativen Spielkonzepte, die nicht darauf ausgelegt sind, wie soll ich das formulieren, unsere bestehenden Gesellschafts-, Wirtschaftsverhältnisse irgendwie abzubilden. Also ich sag mal, dass irgendwie so ein uraltes oder relativ altes Spiel wie Monopoly immer noch erfolgreich ist, sagt ja auch viel über die Gesellschaft und wie wir eigentlich als Gesellschaft funktionieren, wie wir uns das so idealtypisch vorstellen, ja viel mehr aus, als dass man jetzt sagt, das Spiel geht nämlich in keinster Form irgendwie kritisch, naja, kann man schon vielleicht noch kritisch mit Kapitalismus lesen oder so, dass das Ganze halt auf so eine Auffressentwicklung hinausläuft. Aber am Ende des Tages sehen wir das, finde ich, auch bei anderen Spielen immer wieder, ne? Gerade diese Wirtschaftssimulator-lastigen Spiele oder auch die 4X-Spiele, wie Robert das gerade genannt hat, wo dann diese komische Geschichtsevolutionär-Theorie quasi drin abgebildet wird, was mich auch immer erstaunt hat, damals auch im Geschichtsstudium. Hatte ich schon mal erwähnt, eine Arbeitsgruppe damals gebildet mit einem Dozenten, der daran interessiert war, weil sein Sohn diese Spiele auf einmal spielte und festgestellt hat, Moment, da ist ja Geschichte drin, aber irgendwie komisch und was ist denn das überhaupt? Und dann haben wir uns da angefangen mit zu beschäftigen, sind zu fünft irgendwie erstmal zusammengekommen, haben erstmal eine Nutzerumfrage an Schulen gemacht und dann haben wir uns angeschaut, welche Spiele gibt es so grob und welche Geschichtsbilder tauchen darin auf und haben das dann so ein bisschen erforscht auch, wo letztlich auch meine Abschlussarbeit draus entstanden ist, zu Geschichtsbildern in den Spielen. Und ich fand das schon damals so interessant, wie Civilization da zum Beispiel vorgeht, aber auch andere Spiele. Wir haben in Deutschland eine ganz starke Tradition schon seit jeher von Wirtschaftssimulationen. Ob es die Patrizier früher waren, irgendwann gab es dann mal die Gilde und diese ganzen anderen Wirtschaftssimulationstitel. Und auch in diesem Fahrwasser fährt ja irgendwie, um dann mal im Bild zu bleiben, fährt ja auch Anno, segelt quasi Anno auch mit, wo man zwar auch diesen Aufbaupart ganz stark drin hat, es geht um die Siedlung, die muss irgendwie dann schön aussehen, da muss es irgendwie wuseln, ne? Dieser sogenannte Wuselfaktor muss da drin vorkommen, aber vor allen Dingen muss es ja auch um die Warenkreisläufe gehen und es muss alles irgendwie optimiert werden. Und ich erwische mich selber immer noch dabei, und das ist auch normal, weil das gibt die Serie halt eben auch so vor und auch so her, dass ich selber auch immer noch so davor sitze und mir denke,
Nee, ich will mich auch gar nicht hier irgendwie groß historisch reinversetzen. Ich gucke einfach nur, da kann ich jetzt hier eine Lehmgrube bauen. Moment, und jetzt haben sie ja beim neuen Anno, ist ja alles sekundenbasiert. Also eine halbe Minute braucht es, bis was weiß ich, eine Lehmgrube irgendwie ihre Ware produziert. Was weiß ich, erstmal diese Lehmblöcke, die werden dann zu Steinen verarbeitet in einem weiteren Betrieb. Der Betrieb braucht aber irgendwie eine Minute oder umgekehrt, um den Ziegel herzustellen. Und jetzt kann man natürlich optimieren und sagen, mit zwei Ziegeleien kann ich quasi eine Lehmgrube optimiert anknüpfen, weil die eine Lehmgrube hat quasi ein schnelleres Output als die Ziegelfabriken und damit können die schneller versorgt werden und wiederum mehr produzieren. Und all solche Zusammenhänge sind überall zu finden im gesamten Gameplay von Anno. Und das sind so Aspekte, die sind einfach sehr, sehr stark irgendwie anscheinend bei uns Deutschen irgendwie besonders verankert, dass wir immer so diese Wirtschaftsoptimierer sind oder diese, ja, weiß ich auch nicht, diese Leute, die eben Gefallen daran finden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wo wir eben schon das Beispiel hatten mit Papers, Please zum Beispiel, ich habe mich da erwischt bei, dass ich an diesem Spiel tatsächlich an diesen eher langweiligen Tätigkeiten irgendwie Spaß gefunden habe oder eine Befriedigung, will ich es vielleicht eher nennen. Also ich habe wirklich gedacht, oh cool, guck mal, am Anfang ist das ja noch easy, klar, irgendwann wird es herausfordernder, aber bevor es dazu übergeht, wirklich total überbordend zu werden mit den ganzen Sonderregelungen und wo gucke ich das jetzt schnell nach und hier und da, und da muss ich das vorher schon mal sortieren und so, das war irgendwie eine Herausforderung, aber sie hat schon irgendwie Spaß gemacht oder sie war irgendwie befriedigend für mich als Spielertypen wahrscheinlich. Also ich glaube nicht, dass da jeder eine Befriedigung draus zieht und vielleicht schlummert in mir ein versteckter Bürokrat, kann ja auch sein, was ich noch nicht festgestellt habe beruflich, aber das hat mich irgendwie erstaunt, dass man da auch irgendwie ganz verschiedene Spielertypen natürlich auch mit anspricht, mit verschiedenen Genres, ob es jetzt 4X ist, wir hatten jetzt Wirtschaftssimulationen, Aufbaustrategie, Echtzeitstrategie ist ja inzwischen eigentlich schon wieder wirklich gar nicht mehr aktuell und schon fast ausgestorben, Rollenspiele und so weiter. Es gibt ja so viele Genres, die auf verschiedene Spielertypen auch irgendwie die verschiedene Typen ansprechen. Und das ist irgendwie doch, finde ich, sehr, sehr spannend, dass wir da in Deutschland sehr stark immer noch in diesem Fahrwasser der Wirtschaftssimulation hängen und alles andere wird dann irgendwie sofort mit fast schon militanter Vehemenz abgelehnt und irgendwie als undenkbar empfunden, wo ich mir auch so denke, ich fände es schon interessant, wenn sie da ein bisschen experimentieren würden, weil als alter Kenner der Serie sozusagen, der diese Spiele auch von Anfang an verfolgt hat, auch als Jugendlicher mit Anno 1602 angefangen, fände ich mal interessant, wenn ein paar Dinge auch mal vielleicht neu gedacht werden würden. Aber wie gesagt, die meisten Spieler stellen sich hin und wenn sie sich äußern in Foren oder in Kommentaren oder so und sagen, nein, Anno war immer Anno und darum muss es gehen um diese Wirtschaftskreisläufe und bitte, macht da nicht zu viel. Ich finde übrigens, dass die Entwickler von Anno, um das mal auch ganz klar zu sagen, in diesem Teil anscheinend sich doch da mehr Mühe, glaube ich, schon gegeben haben, wie ich schon sagte, mit diesem Zeitunglektorieren als Mini-Mechanik oder dass da Arbeiter auch Aufstände prüfen können, weil sie mit den Arbeitsbedingungen unzufrieden sind und so weiter. Also da gibt es schon so Elemente im Spiel, die deuten auf geschichtliche Aspekte durchaus hin, was ich so in 1404 nicht so stark gesehen habe aus meiner Wahrnehmung von früher. Und will das auch anerkennen, dass sie sich da wohl anscheinend, auch wenn man die Dev-Blogs liest oder so, da wird schon geschichtlich rekonstruiert, warum denn jetzt die Arbeiterklasse im 19. Jahrhundert irgendwie ein wichtiger Faktor geworden ist im Laufe der Zeit und wie das zusammenhängt mit dem gesamtgesellschaftlichen Kontext, wird das auch wirklich relativ logisch begründet, jetzt nicht auf einer Historikerebene oder so, ne? Auf einer fachwissenschaftlichen Ebene, das kann man ja auch nicht verlangen, aber es wird schon sich Mühe gegeben, in den Texten auch zu erklären, warum habe ich jetzt diese Bevölkerungsschicht ins Spiel eingefügt und warum spielt die eigentlich bei uns im Spiel so eine prominente Rolle. Und das finde ich wiederum auch interessant, dass sie sich in dieser Hinsicht zumindest anscheinend schon Mühe gegeben haben. Ich weiß nicht, ob da Historiker dran beteiligt waren an der ganzen Sache. Ist zumindest ja gut vorstellbar. Ich meine, Ubisoft macht das ja auch mit Kooperationen im Bereich der Spieleserie Assassin's Creed. Da werden dann ja auch schon Historiker und Ägyptologen, glaube ich, zum Beispiel bei Origins, haben da irgendwie dran teilgenommen, ganz prominente sogar. Komme jetzt auf die Namen nicht mehr, ist ja auch unwichtig, aber letztlich haben die da schon mit dem Discovery-Modus und so weiter schon wirklich versucht zu recherchieren und das Ganze auch dann alternativ mal zu präsentieren, auch in der Assassin's Creed-Reihe zum Beispiel. Also wir
Die hatten mal die Ehre, auch bei Ubisoft in Paris eingeladen zu sein. Und die hatten da auch wirklich eine Abteilung von Historikerinnen, die, glaube ich, auch für alle Spiele so recherchiert haben. Also das fand ich schon sehr beeindruckend. Und ja, ich finde auch diesen Gedanken interessant, was du gesagt hast zu den Wirtschaftssimulationen. Das sind ja sehr zahlengetriebene Spiele, wo man dann irgendwann quasi auch die Ressourcen entmenschlicht und quasi dann irgendwann nur noch so diese Zahlenspiele vollzieht, die dann ja auch Spaß machen. Da finde ich es dann sehr interessant. Auch das ist ja auch was man bei unserem Spiel wahrscheinlich irgendwann macht, wenn man sehr lange spielt, dann dieses Min-Maxen der Zahlen zu optimieren und dann aber immer wieder zurückgezogen zu werden auf diese narrative Ebene. Was heißt das eigentlich, was du da machst quasi für die also echte Spielewelt? Finde ich super interessant. Und auch, also da kennt ihr euch wahrscheinlich besser aus, aber soweit ich das mal gelesen habe, war ja Monopoly auch gedacht als Kritik, Ja, als es stimmt. Ja. insofern, und ja, da finde ich es sehr interessant, dass das quasi schief gegangen ist und da die Kritik oder die Satire von dem System dann gar nicht mehr zu unterscheiden war von einem System, was das quasi huldigt. Das ist auch eine Befürchtung, die ich dann immer habe bei solchen Bearbeiten von solchen Themen. Wie sehr muss ich quasi klarstellen, wo meine eigene Position ist? Wie sehr kann ich das versuchen, irgendwie in den Spielmechaniken zu verweben, sodass die Spieler dann das selber auf diese Schlussfolgerung kommen? Ja, auf jeden Fall sehr herausfordernd. Also, was diese Geschichte mit dem Bruch angeht und also wie schafft man das sozusagen, diese Optimierung dann irgendwie so zu brechen, dass Spielende sich vielleicht mal bewusst werden, was sie da jetzt gerade machen? Kennt ihr Imperialism? Ja, Altes das ist mir Spiel, sicher. Ja. Imperialism 2 kam, glaube ich, 98 raus, das erste 96 oder so, ich weiß nicht mehr genau. Das ist ja, soweit ich es weiß, ist es auch so ein bisschen darauf ausgelegt, also du bist im Prinzip ganz nach der Leninschen Imperialismus-Theorie dazu gezwungen, erstens in so einem Wettlauf der europäischen Nationen oder der pseudo-europäischen Nationen die Rohstoffe aus anderen Weltgegenden zu besorgen und die dann sozusagen so weit aufzubauen, dass du dich industrialisierst und Waffen herstellst und am Ende sozusagen den großen Krieg aller gegen alle gewinnst. Also es läuft zwangsläufig auf den imperialistischen Krieg raus. So. Und das wird ja sozusagen auch immer so ein bisschen gefeiert als innerhalb dieser 4X-Spiele, dass das am ehesten diese imperialistische Dynamik sozusagen am ehesten hinterfragt oder in ihrer Krassheit sozusagen darstellt. Ja. Also vielleicht sollte man sich daran mal orientieren. Ganz altes Spiel. Und ansonsten, ich erinnere mich daran, dass es bei Spec Ops The Line auch diese Diskussion gab. Ne? Also da hatten dann irgendwelche Journalisten, haben dann irgendwie auf der Grundlage von YouTube-Videos, wo Leute das Spiel spielten wie einen normalen Shooter. Also als irgendwie Psychos, die alles niedermähen, was sich ihnen in den Weg stellt. Dann die Frage gestellt, okay, wie weit funktioniert dieses Prinzip, auf dem Spec Ops The Line arbeitet. Und da denke ich dann letztendlich, du kannst Rezeption nicht kontrollieren, das geht nicht. Ja, das wirst du nicht können. Und vielleicht ist es dann schon sozusagen allein die Tatsache, dass irgendwie die Diskussion um so ein Spiel wie Spec Ops The Line oder dann auch bei Curious Expedition stattfindet, reicht dann halt, muss dann halt vielleicht auch schon ausreichen. Ja, also dass du das in der Öffentlichkeit irgendwie bringst, dass das auch die Absicht dahinter ist. Und wie gesagt, also in dem Geschichtsunterricht kann man das dann auch irgendwie kritisch einordnen oder sowas. Auf der anderen Seite heißt es aber auch, Rezeption kann man auch in die andere Richtung nicht unbedingt kontrollieren. Es gibt super schöne Forendiskussionen auf den Civ-Fanatics-Foren zu diesem zweiten Colonization, wo erstens Leute darüber diskutieren, warum Sklaverei in dem Spiel nicht vorkommt und zweitens dann sozusagen Modder anfangen zu überlegen, wie könnte man das in das Spiel integrieren. Ja? Und da gibt es ausgedehnte Diskussionen darüber, wie macht man das spielmechanisch, wie verhindert man das Sklaven.
wie du vorhin gesagt hast, Basti, sozusagen zu, als eine optimierungsmenschliche Ressource für Spieler werden. All diese Themen, die wir gerade hier in unserem Podcast als irgendwie so Fachleute diskutieren, die sich irgendwie darüber schon mal Gedanken gemacht haben, die sind da drin. Ja, also es ist nicht so, dass das nicht, dass es Leute nicht merken oder so. Und ich glaube, da muss man sich dann vielleicht auch mal selber ein bisschen überlegen, also vielleicht muss man den Spielen denn doch ein bisschen mehr zutrauen. Ja, ich glaube, das ist sowieso einer der Kardinalfehler, die man, glaube ich, als Game Designer machen kann, wenn man seine Spieler einfach für dümmer hält, als sie letztlich sind, und dann irgendwie vorannimmt, was kann ich ihnen zumuten, was nicht. Mich hat das gerade auch wieder darauf gebracht, so als ganz kleine Anekdote, wir hatten nämlich, wo du sagst, die Strategie-Foren-Diskussionen zu Colonization, wir hatten ja den Writing Bull, den Preview-Let's-Player, Daniel Blum, der auch aus dem journalistischen WDR-Bereich eigentlich ursprünglich stammt, der hat damals diese sogenannte TAC, also Tech-Mod für Civilization, das war Colonization ist gemacht. Die Offensive Colonization, ja. Das ist genau. Das ist, glaube ich, die zu dem zweiten, also neueren Civ-Teil. Genau, das erste konnte man nicht modden. Ja, und da hat er mitgearbeitet und das hat er uns erzählt, dass er damals auch unter anderem an Texten dort gearbeitet hat im Spiel. Also wenn dann ein Fenster aufploppt und irgendwelche Nachrichten über Ereignisse oder sowas, ich bin jetzt nicht vertraut mit dieser Mod oder mit dem Spiel im Speziellen, aber da hat er erzählt, dass er auch genau das getan hat, wo wir schon drüber gesprochen haben, dass er dann, wenn er jetzt so einen kolonisierenden Gouverneur in den Gebieten dann entsprechend darstellt, dass der schon sehr patriarchalisch dort auftritt, aber dass irgendwo dann auch wieder so ein Bruch drin ist, wo man dann merkt, er macht sich eigentlich an einer bestimmten Stelle irgendwie lächerlich gegenüber seinen ureinwohnerischen Bediensteten oder so und das Ganze quasi für einen Lacher sorgt oder so, sodass man halt auch merkt, ja, der, wie Riad das auch schon sagte, dass da die Forscher, die man ja dort spielt, in Kyrus Expedition zum Beispiel, dass das teilweise, dass die dargestellt werden als sehr naiv, als manchmal auch ziemlich dümmlich und ja, überhaupt nicht ihrer Umgebung bewusst oder so. Über solche wirklich teilweise so kleinen Tricks kann man schon dem Thema so ein bisschen die Schärfe entziehen. Und das finde ich sehr spannend, wie du schon sagst, Robert, da sind eigentlich die Spieler selber auch aktiv bei. Da muss man nur genau hinschauen, ob es jetzt um Forendiskussionen geht oder um bestimmte Kommentarfunktionen, ob es jetzt bei YouTube-Videos oder so ist. Ich sehe das teilweise auf meinem Kanal auch. Das kommt auch immer ein bisschen drauf an. Ich rede jetzt natürlich aus dieser YouTuber-Perspektive auch ein bisschen, wie ich das selber thematisiere, wenn ich jetzt Let's Player bin oder so. Ne? Wenn ich jetzt sage, ich spiele jetzt ein Spiel, aktuell zum Beispiel gibt es eine neue U-Boot-Crew-Simulation, die in Early Access gegangen ist, nennt sich U-Boat das Ganze. Das sollte, glaube ich, ursprünglich auch mal als Brettspiel realisiert werden. Da stammt, glaube ich, die Idee ursprünglich weg. Jetzt halt im Early Access als digitales Spiel. Und ich kann natürlich diese Schlacht im Atlantik, ja, ich kann natürlich da das machen, wie die Entwickler es im Intro so ein bisschen andeuten. Ja, dieses große Abenteuer. Und dann sind die aber irgendwie 4/5 oder 3/4 oder wie viel es waren, sind nie wieder zurückgekehrt. Die ganzen Besatzungen, U-Boote wurden entsprechend ja später ab 43 fast alle versenkt. Und man kann natürlich dann sagen, das ist jetzt hier so eine Art ritterliches Abenteuer, ja, das sind quasi die Elite der Kriegsmarine und die sind sozusagen die Helden ihrer Nation oder so und kann mich da völlig drauf einlassen, wenn ich das möchte. Ich kann aber natürlich auch den Kontext geben und das habe ich in dem Fall gemacht. Ich habe vorher mir von Clay Blair dieses große, riesen, zweibändige Standardwerk angeschafft, noch nicht durchgelesen, weil da bin ich jetzt so mittendrin, irgendwie über 2000 Seiten, aber habe mir da schon ein bisschen Gedanken gemacht, worauf fixiere ich mich da im Let's Play und was erläutere ich da? Also ich bin jetzt sicherlich auch nicht irgendwie nur der Erklärbär, der da sagt, so und da funktioniert das im U-Boot so und so und so. Aber zumindest, dass man Kontext gibt, einen breiteren Kontext einfach so. Warum eigentlich die U-Boot-Waffe? Was ist daran so wichtig? Was ist überhaupt der Plan von Hitler, der Kriegsmarine? Was ist der Plan der Alliierten? Wie versuchen die das zu kontern? Und in welchem Gesamtkontext ist es eigentlich zu sehen? Warum will man jetzt den Handel der britischen Insel stören? Was ist da überhaupt der Hintergrund? Und warum funktioniert das am Anfang gut, später dann nicht mehr und so weiter und so fort? Und dann hat man auch gleich, habe ich so das Gefühl, vermutlich auch
andere Kommentare drunter stehen und Leute, die sich auch wirklich darüber freuen, dass man sich damit so auseinandersetzt und eben nicht nur irgendwie das 10. Mal wiederholt, die alten Geschichtsbilder wieder auspackt, die ja nun auch dann nicht gerade unproblematisch sind, wenn ich mich da einfach wieder hinstelle und am Ende des Tages das im U-Boot-Krieg wieder auspacke, was auch auf der Landseite, also bei dem Wehrmachtsbild lange Zeit Bestand gehabt hat, wo wir auch erst seit im öffentlichen Bewusstsein seit der Wehrmachtsausstellung so richtig vordergründig festgestellt haben, oh ja, die waren sehr umfassend verstrickt in den Holocaust, in die Kriegsverbrechen an sämtlichen Minderheiten und den Bevölkerungsteilen vor Ort. Und überhaupt, dass sich das bei der Bevölkerung insgesamt auch langsam so durchsetzt oder zumindest in weiten Teilen durchsetzt, diese Vorstellung, das ist eine relativ junge Entwicklung. Und da kann man, finde ich, gerade wenn man irgendwie Historiker ist oder so, in den Diskussionen wie jetzt auch hier durchaus darauf hinweisen. Da hat man gleich auch bei den Spielern, eigentlich habe ich das Gefühl, zumindest bei denen, die dann darauf antworten irgendwie, ne, ist ja klar, dass nicht jeder einen Kommentar im Video schreibt, aber man hat doch durchaus das Gefühl, dass einige Leute da durchaus sehr aufnahmefähig sind und durchaus auch zu differenzierten, logischerweise zu differenzierten Gedankengängen befähigt sind. Warum denn auch nicht, ne? Also von daher bin ich da schon ganz dafür. Also ist der Dialog mit den Spielenden auch etwas, das man forcieren sollte? Also jetzt sowohl aus der Designperspektive als auch jetzt aus der HistorikerInnenperspektive? Soll ich nochmal? Also, willst. Ja, klar. Also ich würde auf jeden Fall sagen, klar, weil letztlich, wir haben es ja schon festgestellt, wir haben es ja bei digitalen Spielen und letztlich auch bei sowas wie einem ZDF-Film über Afrika und diese ganzen Geschichten da, das ist ja an Schnulzigkeit und problematischen Geschichtsbildern, wir haben es ja schon erwähnt, problematischen Geschichtsbildern nicht zu überbieten. Wir haben ja überall in den Medien solche Rezeptionsvorgänge und natürlich ist es immer gut, wenn man da Interaktivität auch nutzt und die Spieler mit einbezieht, wo es eben geht, ob es jetzt dann Livestream ist oder so, wo man sogar direkt kommunizieren kann. Und auch wirklich, ich habe zum Beispiel jetzt hier auf meinem Discord-Server oder so, dann sage ich auch schon mal hier eure Meinung zum Spiel, bitte gerne hier reinschreiben in den Kanal und auch in die Diskussion mal einsteigen oder so. Natürlich nutzen das die wenigsten am Ende des Tages, ist ja klar, dass da nicht alle Leute gleich reinspringen, aber ins kalte Wasser. Aber ich finde das schon wichtig, dass man den Leuten auch irgendwie dann zeigt, wenn man selber schon so historisch vorgebildet ist, dass da der Kontext immer wichtig ist und dass man auch die Spieler mit einbezieht. Ne? Ob das jetzt als Content-Producer ist oder als Game-Designer, ist natürlich dann wieder die Frage, wie erreiche ich die da im Game-Design-Prozess? Da gibt es ja auch ganz andere Entwicklungen inzwischen über Steam, mit Early Access und so weiter, mit Diskussionsforen, mit Kickstarter-Kampagnen und da gibt es so viele Möglichkeiten, mit den Spielern auch in den Dialog einzutreten, auf ganz verschiedene Arten und Weisen. Ich glaube, das ist wichtig, dass das von allen Seiten genutzt wird, weil letztlich sind es Unterhaltungsprodukte und die werden massiv genutzt, also wirklich von sehr, sehr vielen Millionen Menschen in Deutschland, in Europa, in der ganzen Welt. Und da ist es schon wichtig, dass man über so ein Massenphänomen natürlich auch massenhaft diskutiert. Eigentlich ist das schon fast eine Plattitüde irgendwie, aber natürlich, also ich hätte gesagt, ja klar, das muss schon sein. Das ist für mich irgendwie dann schon selbstverständlich, dass man sich darüber auch unterhält, was ist jetzt der Kontext, historische Kontext eines solchen Spiels und wie ordnet man den ein, ohne dass man das Spiel, die Entwickler oder irgendwen verurteilt oder irgendwie bewertet oder so, darum geht's gar nicht, sondern einfach sagt, wir haben an dem Spiel Spaß, wir alle haben, oder zumindest Robert und Jan, glaube ich, und so weiter, wir haben festgestellt irgendwie, wir haben schon Spaß an Anno, an Civilization, an Curious Expedition und so weiter, obwohl dort eben auch solche Themen verhandelt werden auf unterschiedliche Art und Weise. Und ich glaube, dass das auch sich nicht widerspricht, also der Spielspaß und die Diskussion über so einen letztlich gesamtgesellschaftlichen Kontext. Ich finde das schon wichtig. Ja, und nochmal bei der Kontextualisierung, wir haben im letzten Mal auch schon mal über so Enzyklopädien und sowas in Spielen gesprochen und dass das häufig nicht so wirklich gut funktioniert, sowohl von den Inhalten, die da aufbereitet werden, als auch von der Nutzung gewissermaßen durch die Spielenden, die sich quasi nicht damit aufhalten wollen, da irgendwie was nachzuschlagen, es sei denn, sie interessiert jetzt irgendwie ein spezifischer Punkt ganz brennend oder so, dann gucken sie da vielleicht rein.
Was ich glaube und was ich ganz spannend fand, zum Beispiel an dem Spiel 80 Days von Eco Studios, ist der Ansatz, die Nicht-SpielerInnen-Charaktere stärker mit einer eigenen Agency auszustatten. Also, dass die selber eine eigene Agenda haben, selber was erreichen wollen und quasi als, ja, weiß nicht, wie soll man es nennen, als vielleicht auch als Kontrast oder als Bruchstelle oder als eine Erscheinung, an der sich die Spielenden im üblichen Spielfluss quasi stoßen oder reiben können, in der Handlung auftauchen und sich quasi dem Spieler und seinen Interessen in gewisser Weise entgegenstellen. Vielleicht kann man dann auch zusammenkommen oder so. Das ist bei 80 Days durchaus eine Möglichkeit. Nicht in allen Fällen zwar, das ist auch da quasi ausgeschriebenes Ziel gewesen, dass das eben nicht quasi sein darf. Also das Spiel basiert offensichtlich ja auf in 80 Tagen um die Welt, dass man eben mit dem dort in dem Roman vorhandenen von der Erzählung eben bricht, also dass da kein White Savior quasi nach Indien reist und weiß nicht, die Prinzessin vom Scheiterhaufen rettet und sie sozusagen als koloniale Eroberung mit nach London nimmt oder sowas. Das wird man in dem Spiel halt nicht sehen. Das war von vornherein irgendwie das Ziel. Stattdessen begegnet man, kann man ja auch, wie gesagt, um die ganze Welt reisen, überall auf der Welt Menschen, die durch verschiedene Konflikte geprägt sind, durch Auseinandersetzungen, durch Sklaverei, durch Genozid, durch Kriege und so weiter, und die einem eben schildern, was sind hier meine Interessen hier lokal, was geht hier eigentlich gerade politisch so ab, wie sehe ich das eigentlich, wie die Europäer sich hier verhalten und so weiter. Und das hat zumindest mir in meinem Spielertyp entsprechend irgendwie einen großen Eindruck gemacht, dieser Ansatz. Ja, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Also ich halte das irgendwie für einen zukunftsfähigen Ansatz quasi, der bisher eher weniger berücksichtigt wurde, die Agency von den Spielenden wegzurücken, zumindest zeitweise vielleicht, und stärker quasi Geschichten und damit auch Geschichte durch Nichtspielerinnen-Charaktere erzählen zu lassen. Ich weiß nicht, Riad, vielleicht bei euch taucht das ja so ein bisschen ja auch schon auf im Spiel, ne? Wie ist das? Du hast schon gesagt, Curious Expedition 2 seid ihr gerade in der Phase zu diskutieren, wie ihr das Ganze angehen wollt. Wie sehr spielt das bei euch eine Rolle? Ja, es spielt schon eine Rolle. Also ein großer Punkt, den wir besser machen wollen bei Curious Expedition 2, ist, dass wir haben die Naturvölker oder die indigenen Völker, denen man dort begegnet. Du hast ja auch vorhin gesagt, man kann überall auf der Welt hinreisen. Wir haben die aber nicht sehr divers dargestellt. Aufgrund also natürlich auch unsere eigene Schuld. Wir können ja auch quasi wir können einfach nicht eine Weltkarte zeigen und das quasi anders modellieren. Aber wir haben es getan und haben dann ja dann nicht genug darauf geachtet, dass wir die Völker in ihrer Diversität so abbilden, wie sie sind. Und das ist zum Beispiel, worauf wir im zweiten Teil mehr achten wollen, dass wir da auch noch mehr recherchieren. Und da benutzen wir dann natürlich ganz viele Nichtspielercharaktere, um auch Geschichten zu erzählen von diesen Völkern. Und auch ist auch eine Möglichkeit, aus ihrer Sicht zu reflektieren auf die oder quasi Rückmeldung zu geben auf die Aktionen der Spielenden, wie sie das betroffen hat in ihrem Leben. Das ist eine ganz schöne Möglichkeit, weil man die ja nicht. Das ist ja quasi auch eine Eigenheit bei Curious Expedition, dass man diesen Track, den man hat, nicht in voller Gänze kontrolliert. Also die ganzen Akteure haben dort auch eigene Vorstellungen, beschweren sich auch bei Entscheidungen. Sogar die Hauptfigur ist nicht komplett, man ist als Spieler nicht gleich mit der, sondern die ist quasi auch nochmal durch dieses unzuverlässige Erzählen auch manchmal eine Quelle der Unwahrheit oder des Wahnsinns, wo man dann auch darüber reflektiert. Und es gibt uns super viele Möglichkeiten, Geschichten zu erzählen. Was ich auch sehr interessant finde, in Bezug auf, was du gesagt hast, es gibt
weiß gar nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin, aber in Bezug auf darauf, dass das Spiele ja auch so groß geworden sind, Spiele sind ja auch, finde ich auch deshalb spannend, weil sie mit vergleichsweise wenigen Mitteln auch so erlauben, die ganze Welt zu erreichen, als Rezipienten. Das können Bücher vielleicht auch, aber also bei unserem Spiel, das hat sich sehr gut verkauft, auch in China, beispielsweise in den USA. Und das finde ich auch sehr interessant, das zu sehen, wie unterschiedliche Kulturkreise auch dann umgehen mit den Inhalten in dem Spiel. Gibt es natürlich auch unterschiedliche Sensibilitäten, je nachdem, was die Themen angeht, in unterschiedlichen Bereichen. Oder auch, man kann natürlich auch ja, versehentlich auch kulturelle Codes verletzen, ne? Also irgendwie, wir haben auch Whisky in dem Spiel als Ressource, die man trinken kann, was jetzt hier vielleicht humorisch ist oder ja, nicht weiter drastisch ist, ist in einem Land wie Indonesien dann vielleicht ein kulturelles Tabu, so eine Darstellung. Und das wird natürlich besonders schwer, wenn man gar nicht die ganzen, gar nicht diese kulturellen Eindrücke hat, aber einfach ein Spiel hochlädt bei Steam, was dann halt weltweit vertrieben wird. Das macht es auf jeden Fall, macht es sehr spannend, aber auch nochmal schwierig für kleine Entwickler, da zu verstehen, was genau passiert. Man hat manchmal das Gefühl, dass die Deutungshoheit ja auch einem hat, die hat man nicht alleine über sein eigenes Spiel, auch wenn man es selber gemacht hat, sondern die wird ja dann von anderen Leuten bewertet und da fließen dann auch sowas, fließt auch sowas ein, wie wo die Person dann auch selber herkommt, welche Erfahrungen sie natürlich gemacht hat. Also ich finde die Agency von Nichtspielercharakteren finde ich generell eine ziemlich wichtige Sache in Spielen. Weil wir ja auch alle langsam eine Kritik daran haben, an der Machtfantasie, die Spiele ganz oft, ob das jetzt Shooter sind, ob das irgendwie 4X-Games sind, wo der Spieler als leitender Kontrolleur irgendwie auftritt und die Situation kontrollieren kann, großenteils. Ja, also alles, was du machen musst, ist, die Regeln des Spiels zu lernen und sie dann kannst du es kontrollieren. Und ein Spiel zu haben, das sozusagen, dessen Regeln du erlernen kannst und das du dann aber trotzdem nicht kontrollieren kannst, weil es nicht kontrollierbare Faktoren in diesem Spiel gibt, die eben zum Beispiel durch die Agency von Nicht-Player-Charakteren entstehen, finde ich auf so einer ganz grundsätzlichen Ebene ziemlich wichtig. Für mich wäre ein zweiter Schritt irgendwie die Perspektive zu ändern. Also Spieler, Spielende in Situationen zu versetzen, die ihnen unbekannt sind. Also ich würde total gerne mal ein Spiel spielen, das mir beibracht, was ist die Erfahrung, kolonisiert zu werden. Ja, wie sieht das eigentlich aus? Ich habe schon mal versucht, in Europa Universalis den Kongo zu spielen, aber ich bin in dem Spiel viel zu schlecht, um damit irgendwie weit zu kommen. Immerhin gibt es die Möglichkeit, also das ist ja schon mal was. Und ich weiß, dass es ein paar Versuche gibt, sozusagen so asymmetrische Strategiespiele insbesondere zu machen, momentan eher so im Brettspielbereich, wo ein Spieler sozusagen den Kolonisator und einer den Kolonisierten spielt. Sowas finde ich ziemlich interessante Experimente und das wäre eigentlich das, was ich mir mal von Computerspielen wünschen würde. Könnte man total viel umsetzen. Also wir würden aus dem 19. Jahrhundert vom afrikanischen Kontinent so dermaßen viele Beispiele einfallen, wo man extrem interessante, bunte, reichhaltige Sachen, die strategisch interessant wären, machen könnte. Also was weiß ich, die Ashante-Kriege in der Goldküste. Die Zulu-Kriege im Fekane, die Imperien, die sich Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts in Zentralafrika bilden. Also da gibt es so viele Möglichkeiten, ja. Und die sind alle letztendlich ungenutzt. Und da sind wir dann natürlich aber auch an dem Punkt, wo es um Strukturen im Markt geht. Also wer weiß das hier schon? Ja, wer von irgendwie Spieleentwicklern, die in einem normalen, mit einem normalen Geschichtsunterricht konfrontiert werden, waren, weiß es schon. Auf der anderen Seite, es gibt zwar in Afrika langsam eine wachsende Anzahl von Spieleentwicklern und Studios,
insbesondere in Kamerun, in Kenia, Südafrika. Die sind aber gerade erstmal mit anderen Sachen beschäftigt. Die müssen kommerziell erfolgreiche Spiele machen. Die machen vor allem Handyspiele, weil das der Markt ist in den meisten afrikanischen Ländern. Ja, aber also da bin ich sozusagen mal gespannt, was da noch kommt. Aber diese Perspektive, das ist für mich eigentlich das eigentliche Potenzial der Spieler eigentlich auch, ne? Also eine, sich in eine andere Perspektive reinzuversetzen. Ich glaube auch, was du gerade sagtest mit den Märkten Afrika oder auch Lateinamerika zum Beispiel oder jetzt auch der asiatische Markt, mein Eindruck ist schon, dass wir natürlich in Europa und speziell hier in Deutschland und auch in Teilen, weiten Teilen in den USA natürlich in einer extrem reichen Umgebung irgendwie aufgewachsen sind und wir natürlich jetzt hier diese digitalen Spiele jetzt auch alle nutzen können. Und manchmal ist ja der Perspektivwechsel auch so im realen Leben mal ganz interessant, wenn man dann, ich habe das letztens irgendwo noch in einem Games-Podcast irgendwie gehört, wo dann auch die Rede war von Epic Store und Steam und die bekämpfen sich ja aktuell relativ medienwirksam, sage ich jetzt mal, auf der PR-Ebene. Und die Frage, was kostet eigentlich ein Spiel zum Beispiel in Brasilien und darf man das dann dort günstiger anbieten, weil dort die Kaufkraft viel geringer ist als hier in Europa? Und aber dann überall anders kostet es dann dasselbe oder müsste man das abstufen oder sagt man halt, weil der europäische Markt sagt, nee, das ist doch unfair und dann gibt's irgendwie VPN und dann kann man sich das doch irgendwie über Brasilien quasi dann doch auch als Bewohner eines anderen Landes reinholen und dann ist das doch eigentlich Betrug und all diese Themen, die Frage nach der Kaufkraft zum Beispiel auch, ist ja auch super interessant und ich glaube, das wird für Spiele insgesamt, wo wir jetzt mal nicht nur über Geschichtsdarstellung reden, weiß ich nicht, ob das vielleicht sogar so eine Art Sollbruchstelle irgendwie ist. Wie bekommt man diesen Spielemarkt, der ja noch sehr eurozentristisch ist, auch in seinen Inhalten, das haben wir nun auch festgestellt, und auch sehr auf den amerikanischen Raum, da müssen wir ja nur an die ganzen Spiele zum Zweiten Weltkrieg denken, die ja auch alle sehr stark von dieser Perspektive geprägt ist. Wir haben es bei Civilization vorhin von Robert gehört, wo dann auch diese amerikanische Perspektive aus der Historikerzunft der anderen Jahrzehnte noch durchschlägt und so weiter. Wie bekommt man das eigentlich hin, dass möglicherweise auf der ganzen Welt werden ja inzwischen auch Spiele gespielt immer mehr, aber dass dann auch neue Perspektiven entstehen, die vielleicht erstmal regional bleiben, vielleicht irgendwann dann aber auch international Erfolge feiern. Das ist, glaube ich, noch eine ganz spannende Geschichte, die uns in Zukunft bevorsteht und auch eine Frage von, klappt das oder bleibt das dann alles irgendwie so kontinental isoliert irgendwie voneinander, weil Riad hat es ja auch erwähnt, so kleinere Entwickler können sich ja in der Regel nicht leisten, jemanden anzustellen, der auf die kulturellen Fallstricke, Gegebenheiten irgendwie draufschaut, was müsste ich dort im Land beachten, da gibt es dann gewisse, weiß ich nicht, in Indien mit heiligen Kühen oder so, da muss man dann schon mit Kuhdarstellung vielleicht irgendwie aufpassen. Also es gibt tatsächlich bei größeren Publishern, das habe ich auch schon mal gehört, wirklich Posten, die sich genau um das kümmern, die also international vernetzt sind und die dann auch genau reinschauen, wo in welchem Land oder welcher Region gibt es welche Befindlichkeiten und wo könnte das jetzt in diesem Spiel zum Problem werden, was müsste ich quasi vermeiden, damit es dort nicht zu einem absoluten PR-Desaster kommt oder zu einem absoluten Rezeptionsdesaster oder so. Und ja, solche Fragen, die werden in Zukunft dann im Rahmen einer solchen Möglichkeit zum Perspektivwechsel, glaube ich, auch immer wichtiger werden und finde das auch sehr spannend, weil man merkt ja auch, dass die Spiele prinzipiell, kann man jetzt auch von vielen Seiten drauf schauen, aber prinzipiell schon insgesamt habe ich so das Gefühl, immer günstiger werden insgesamt. Das ist natürlich jetzt sehr abstrahierend irgendwie. Wenn man jetzt auf den konkreten Fall guckt, kann das sehr unterschiedlich sein. Aber ich habe schon das Gefühl, durch dieses große Angebot an Spielen insgesamt, durch den digitalen Markt, der ja auch noch nicht so lange existiert, jetzt auch erst seit circa 10 Jahren so ein großes Ding geworden ist, dass da natürlich auch immer mehr Menschen, nicht nur hier bei uns, sondern wirklich auch weltweit, auf Spiele in größerer Zahl zugreifen können und natürlich dann entsprechend auch in diese Diskussionen sich letztlich auch mit einschalten können. Ne? Wenn Curious Expedition dann in China gespielt wird, fände ich auch super spannend. Wie gehen die eigentlich in China oder in anderen, oder auch zum Beispiel dann in Afrika natürlich, wie gehen die mit diesem Spiel um, aus einer ja doch sehr sehr, sehr anderen Perspektive, als wir das jetzt hier tun können, letztlich. Ne? Ja, super spannend. Und
China ist auch, also wir sind da nicht die einzigen, die dort sehr gut verkaufen. Das ist wirklich ein immenser Markt. Hat jetzt inzwischen so eine Marktmacht, dass kürzlich ja ein Spiel, was nur auf chinesisch Erfolg erhältlich war, von einem chinesischen Solo-Entwickler, dass das auf, bis auf Platz 1 der Steam-Charts gekommen ist. Also inzwischen die, es gibt, ich habe heute auch oder gestern was gelesen, dass es gibt irgendwie, ich kriege es jetzt glaube ich nicht mehr hin, aber es gibt glaube ich mehr chinesische Spieler, als es Amerikaner gibt oder so. Also es sind schon, es wird super interessant, was es dann ja für die Zukunft heißt, auch in Bezug, was für chinesische Spiele wir dann auch in den Stores sehen werden, was für vielleicht afrikanische Spiele oder indische Spiele oder südamerikanische Spiele. Ja. Und dann noch ein ganz kurzes großes Lob, ganz kurz von meiner Seite ans Goethe-Institut. Die haben auch die die Macht von Spielen entdeckt oder auch Spiele als Kulturgüter und haben dann zum Beispiel, ich hatte die große Ehre, mit dem Goethe-Institut eine achtreihige Serie von Game Jams zu veranstalten auf der Welt, wo ich und mein Kollege Johannes Christmann unter anderem nach Brasilien, nach Russland, nach Indonesien, Südkorea und ein paar andere Länder gereist sind und dort mit den lokalen Entwicklerinnen Spiele auch entwickelt haben. Und, ich glaube, in Südafrika haben die auch mal einen Game Jam gemacht. Genau, ja. In Südafrika ist ja auch, ja, da ist auch ein, das Amaze Festival, was ja hier auch in Berlin ist, hat dort auch einen Ableger. Und die haben auch durchaus erfolgreiche, also dort in Südafrika ist vor allem Three Lives, die Broforce gemacht haben, die sind da richtig kommerziell erfolgreich und heben wirklich auch so ein bisschen die ganze Industrie dort hoch. Und es braucht es halt natürlich dann immer so einen Vorreiter, der dann auch den das Wissen und die Sichtbarkeit weitergeben kann an die Community. Also ich bin da total begeistert. Ich habe jetzt schon mehrere Spiele irgendwie gefunden, die mal aus anderen Weltgegenden kamen und die auf die eine oder andere Art und Weise mir irgendwie Sachen vermittelt haben. In Taiwan, und das ist jetzt irgendwie auch noch interessant mit dem, was du gesagt hast, Riyad, mit dem chinesischen Markt. In Taiwan gab es auch neulich die Geschichte mit Detention. Also Detention habe ich mit großem Vergnügen gespielt und habe mir dadurch sozusagen dann auch ein bisschen recherchiert, so, worum geht's da jetzt eigentlich? Ja, was für eine Periode in der taiwanesischen Geschichte behandelt das? Und da war mal eine Diktatur, das wusste ich gar nicht und so. Fand ich sehr schön. Und dann haben die jetzt den Nachfolger irgendwie rausgebracht und da gab's irgend so eine Geschichte mit einem Art von Easter Egg, die eine Beleidigung ist an Chinesen, an Festlandschinesen. Und dann gab's einen riesen Terz. Also im Zusammenhang mit wie werden Spiele eigentlich in anderen Kulturkreisen wahrgenommen und so. Also da wird sich noch einiges an Spannungen, denke ich, ergeben, sobald es mal um Geschichtsperioden dann auch geht, die irgendwie Konflikte beinhalten oder sowas, ne? Also wir hatten neulich die Diskussion um Kingdom Come, weil vielen die Darstellung der tschechischen Geschichte zu nationalistisch war, also die sozusagen ein mittelalterliches Tschechien einordnete in eine Nationalerzählung, während ja genau der Chefentwickler auftrat und sagte, also für mich ist das Spiel die Gelegenheit, unsere Perspektive, unsere Version der Geschichte in der größeren Welt bekannt zu machen. Ich bin gerade sehr begeistert von Spielen, die gar nicht so direkt sich auf Geschichte beziehen, aber ein bisschen indirekt, wie diese Spiele, die das indische Entwicklerstudio Olumingus rausbringt, die sich oft mit so Walking-Simulatoren, die so ein bisschen nach so einem Magical-Realism-Prinzip gestaltet sind, ganz viel an indische kolonial-postkoloniale Geschichte andocken. Es ist ganz schwer zu erklären, wie diese Spiele irgendwie funktionieren und was da sozusagen das Ding ist, weil die sehr verrätselt sind und sehr künstlerisch gemacht. Aber das, also weg von sozusagen diesen Spielen, die irgendwie direkt historische Prozesse darstellen oder die ganz direkt irgendwie Geschichte darstellen wollen,
man findet dann doch ganz viel Geschichte auch in Spielen, die auf der Oberfläche erstmal nicht unbedingt historisch sind. Ja, also ein Horrorspiel wie Detention, das aber sozusagen eine bestimmte Periode der taiwanesischen Geschichte thematisiert. Ein brasilianisches Spiel wie Dandara, das sozusagen auch mit so einem Fantasy oder magischen Realismus Konzept eher ankommt, aber sich gleichzeitig mit Dandara auf eine historische Figur in den Sklavenaufständen der brasilianischen Geschichte bezieht und das auch spielmechanisch teilweise umsetzt, indem so Capoeira-Moves irgendwie integriert werden und so. Also ich finde, da muss man sozusagen auch mal über die eigentlichen Geschichtsspiele im engeren Sinne hinausgucken und schauen, wie setzen sich da Leute mit Sachen auseinander. Ich habe da zum Beispiel jetzt, da können wir auch wieder Doppelverknüpfung hier ziehen, die Entwickler von 80 Days, Inkle Limited, glaube ich, oder LTD ist, glaube ich, Limited, ne? Ja, auf jeden Fall. Die haben ein neues Spiel vor kurzem rausgebracht, konnte ich noch nicht reinspielen, aber bin ich sehr stark dran interessiert, werde ich mir auf jeden Fall noch holen. Und zwar nennt sich das Ganze Heaven's Vault. Und das ist so eine Art Science-Fiction-Adventure-Setting, wo man quasi mit einer Figur in so einem, ja, mit so einem Roboter als Sidekick da rumläuft, als Frau, die irgendwie auch ein orientalisches Anmuten hat, und die ist Archäologin und erforscht quasi Ruinen, soweit ich das hier bisher überblickt habe von den Beschreibungstexten, worum es da im Prinzip geht. Und man versucht quasi eine ganz alte, fiktive Sprache zu ergründen. Also es geht darum, quasi auf alten, sagen wir mal, Steinen irgendwelche Textfragmente abzuschreiben und die dann irgendwie zu verknüpfen und daraus die Sprache abzuleiten. Also etwas, was man ja in historischen Studien auch schon seit dem 19. Jahrhundert immer wieder gemacht hat, um ganz alte, verloren gegangene Sprachen sozusagen rückzuentziffern und daraus dann die Sprache abzuleiten, um zu wissen, was steht denn eigentlich hier auf so einer Steintafel oder was wurde uns jetzt hier überliefert. Und das in einem sehr auch so ein bisschen magisch angehauchten Setting, das gar nicht wirklich geschichtlich daherkommt, so wie das ja eben auch beschrieben wurde bei anderen Spielen. Aber erstmal sehr faszinierend ist, weil es so den Prozess von, wie wird Geschichte eigentlich rekonstruiert, beleuchtet auf der Ebene, wie funktioniert eigentlich dann Archäologie mal ganz konkret, ohne dass das jetzt irgendwie eine Abbildung von archäologischer Arbeit wahrscheinlich sein wird, sondern einfach, dass das ganze Narrativ auch unterstützt wird. Wir haben ja schon gehört von den Entwicklern von 80 Days Inke, die erzählen dann auch sehr geschickt die Geschichten und können verschiedene Zweige ineinander einfließen lassen, sodass dann immer wieder neue Geschichten entstanden sind bei 80 Days. Ich weiß jetzt nicht, wie es hier in dem Spiel Heaven's Vault ist, aber finde ich sehr spannend, dass solche Konzepte inzwischen auch existieren. Und das zeigt mir eigentlich auch, dass es natürlich immer darauf ankommt, wirklich kreativ mit diesem gesamten Prozess von Geschichte, wie wird das rekonstruiert und hergestellt und wie entstehen Geschichten, auch im Plural, dass das eine Sache ist, das ist auch wieder ein sehr kreativer Prozess. Und ich finde das spannend momentan auch, wie ihr das schon angedeutet habt, dass es anscheinend, damit habe ich mich jetzt noch gar nicht so beschäftigt, was in Indien produziert wird oder in Indonesien oder Taiwan oder so, aber dass es viele Regionen auf der Erde gibt, wo momentan wirklich solche Spiele entstehen. Ich habe auch schon gehört, es gibt, glaube ich, eine größere, so eine Art, ich weiß nicht, ob es eine Entwicklermesse oder sowas ist, irgendwie im Iran oder so, die auch relativ groß dort regional sein soll. Also da bewegt sich einfach momentan viel, was wir gar nicht so aus unserer europäischen Perspektive mitbekommen. Das läuft quasi auch noch etwas unter dem Radar. Aber da entstehen spannende Sachen und es wird auch in Zukunft, bin ich mir ziemlich sicher, wie Robert das angedeutet hat, noch zu einigen Verwerfungen kommen, wie wir sie bei Kingdom Come schon angedeutet gesehen haben, auf dem tschechisch-europäischen Raum, wenn es dann um Asien, um China geht, um Chinas Vergangenheit mit dem kommunistischen System und den Eroberungen und so weiter. Also da wird es bestimmt noch einige Verwerfungen geben, Rivalität, alte Rivalitäten mit China, Japan, dazwischen Korea. Also da gäbe es noch so viele Möglichkeiten, wo viele, viele Fettnäpfchen auch noch reinzutreten sind eigentlich. Und viele Auseinandersetzungen, auch diskussionswürdige Auseinandersetzungen wahrscheinlich entstehen werden. Das ist, glaube ich, für alle Teile der Welt relevant. Das werden wir bestimmt viel, viel mehr noch erleben in der Zukunft. Und gerade deswegen
Jetzt werfe ich meinen Stift weg. Gerade deswegen finde ich diese Diskussionen aber so spannend, weil wenn man das, ich sag mal, umso früher man das einübt, umso eher man damit anfängt, umso hoffentlich entspannter kann man am Ende darüber diskutieren und steht nicht irgendwann mit der nächsten Grabendiskussion da, die dann um die Ecke kommt und alle fühlen sich in ihrem Geschichtsbild auf einmal in ihrer Identität am Ende angegriffen. Jan, du hast ja nach deinem Blogartikel zu Kingdom Come auch erlebt, wie es dann zugehen kann in so einer Internet Community oder in so einem Internetbereich, wenn dann kommuniziert wird und dann, wie du selbst gesagt hast, dann entstehen diese krassen kriegerischen Grabenkämpfe, wo dann wirklich auch alles ausgepackt wird an Diffamierung, Polemik und allen möglichen nicht so schönen Formulierungen. Also das ist schon, denke ich mal, eine Sache, die wird uns bestimmt noch häufiger begleiten, auf jeden Fall. Ja, mit Blick auf die Uhr würde ich das Ganze mal zusammenfassen. Die Zukunft bleibt spannend. Es tut sich sehr viel momentan. Es wird sehr viel Anlass geben, auch solche Debatten weiterzuführen, wie wir es heute Abend gemacht haben. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für die spannende und auch sehr umfangreiche Diskussion, die wir hatten, und lade alle Zuhörerinnen und Zuhörer bzw. Zuschauerinnen und Zuschauer dazu ein, gerne in den Kommentarfunktionen oder den sozialen Netzwerken mitzudiskutieren, und sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Wiedersehen, tschüss. Tschüss. Tschüss.